Das So, ist Marion, spannend. kannst du dir gleich mal zeigen, dein schönes Engelchen? Nochmal Hallo an alle. Ich habe eben erst mit dem Hallo. Aufzeichnen begonnen. Sonst wirkt es so unhöflich, als hätte ich euch nicht begrüßt. Hallo. 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 Also Die. hier ist meine kleine Tänzerin. Die. Sprich mal mehr, damit man dich Ja. groß sieht. So, ja, ich Jetzt. weiß gar nicht, was ich alle erzählen Ah. soll. Das ist immer das Problem. Also, ich habe dir hier noch was in die Hand gedrückt, weil ich habe gesehen, da ist noch ein kleines Löchlein, wo man so einen Ring durchziehen kann. Das sind ja nur Perlen. Das habe ich dann noch ergänzt über das letzte Mal. Die Marion Kemper hat mir einen Link geschickt, wo man diese Engelchen finden kann. Cool. Soll ich das nächstes Mal unter das Video setzen? Ja. Danke noch, Marion, dafür. Du Bitte, bist bitte. hier der YouTube-Finder. So, haben wir neue? Kerstin? Carol, bist du zum ersten Mal da? Nein. Nicht? Nee. Ich bin heute Dann. das dritte Mal da. Ich war nur das letzte Mal, habe ich leider verpasst. Okay. Ich habe, wie gesagt, das ist ja mein großer Mangel, habe ich auf der Messe wie auch immer festgestellt. Kann mir keine Gesichter merken. Gut. So, Heide, hast du deine Osterhäschensammlung mit dabei? Nee, die sind, hallo, die sind unterwegs, Schon die sind mit meinem Mann verschenkt? unterwegs. Ja. Die Die. jetzt Richtung Zwickau, glaube ich, oder Chemnitz, keine Ahnung. Dann werde ich das nachher mal als Foto zeigen, Ja, wenn ich das das kannst du darf. machen, gerne, gerne. Die Heide hat drei Osterhäschen gestrickt aus der Pain Socks, aus der Silk Alexa, Socks Lampe an. und aus der Year Socks Okay. kombiniert. Ne? Das eine war Year Socks, Silk Socks kombiniert. Richtig. Genau. Ja. Und das war das alles nach der gleichen Anleitung? Richtig, richtig. Die Okay. haben alle verschiedene Größen. Ja. Mit der Pain Socks wurde es am größten. Die war anscheinend am elastischsten, weil ich auch nicht geringelt habe. Die anderen zwei habe ich geringelt. Ja, das mag natürlich ein Unterschied auch sein vom Stopfen her dann, ne? Dass ich dir, je nachdem, die anderen haben ja, die Silk Socks hat ja einen Stretch-Anteil. Aber bevor wir hier viel reden, zeige ich euch mal die hübschen Kerle. Die Teil Häsiger. mal den Bildschirm. So, könnt ihr die sehen? Oh Sind ja, sie süß. Die sind niedlich. die sind niedlich, gell? Ich guck mal, jawohl, die gehen noch größer. Jawohl. Also links ist der Pendy, hat sie ihn Ja. getauft. Und Feinzock. der Silky. Richtig. Und der Ear Socks. Socki. Ja. Ear Socksy. Genau. Ganz lieb. Also habe ich mich gefreut über den Zwischenbericht, bevor du sie losschickst. Richtig, weil ja, heute habe ich sie nicht mehr. Die sind heute früh mitgefahren. Jeder mit einer Tüte Gummibärchen in der Hand. Hast du wieder Magnete Ja, reingemacht? So. auch an die Nase. Also das geht auch sehr gut. Wie machst du die fest, die Magnete? Ich tue die in so eine Socke rein und dann vorne einschieben, also dass der Magnet nicht rausflutscht, ist der in so einer kleinen Socke drin und dann wird das noch ein bisschen mitgestopft. Das tue Ah, ich einfach okay. nur festknoten. Okay. In Socke, so Seidenstrumpfsocke Ich oder? habe mal so einen ganzen Pack von, da gibt es ja diese Anprobesäckchen für Schuhläden. Das Da kriegt man ähnlich. so einen ganzen Pack, da sind, Das was weiß ich, ist wie viele auch 100 Stück drin. Da okay. kriegt man die, ja. Mehr braucht man ja nicht, das ist so ein Ja, dünnes ja, Ding. ja.
Gute Idee. Und da du sie ja in Massen produzierst. Oh ja, ich musste ja gestern, weil der eine, der Painty, der ging zu meinem Schwager, der hatte vorgestern Geburtstag. Und da musste ich noch einen für die, weil es drei sind, noch einen so einen bunten machen. Ich habe dann gestern Abend gesagt, ich kann keine Rasen mehr sehen. Ich bin froh, dass Ostern rum ist. Ja, geht vielleicht so manch einem Okay. so, dass er froh ist, dass Ostern rum ist, wenn zu viel Besuch da war oder wenn es einfach zu hektisch war über Ostern. Wie so ist nach den Feiertagen, wunderschön, aber dann ist ja auch gut, wenn wieder Ruhe einkehrt, ne? Gut. Dominik, was hast du für ein Tuch um? Von der Mario Terrasa. Das Zipfelchen. Ey, fertig. Ja, kann ich es aber wieder ausziehen? Ist Boah. warm, ne? So sieht's aus. Mit den Zipfelchen. Außen und innen natürlich gleich, ne? Ja, fertig. Lasse. Wunderbar. Aber Und ist jetzt fast schon zu warm. das ist gehäkelt, ne? Ja, mit den Sockenmaschen, genau. Aber war ganz easy zu machen. Cool, aber ein großer Effekt. Also es sitzt gut am Hals und gibt gut warm und ja. Aber natürlich nicht hier in der Wohnung. Hier ist es zu warm. Ich hatte eben auch noch einen an, aber mir auch zu warm. Ja. Aber ich halte mir mal an. Moment, der ist nämlich auch fertig. Oh ja. So, sieht man denn jetzt? Ich muss mal ein bisschen reden. Das ist auch so ein kleiner Loop mit vorne ein bisschen Spitze dran. Und aus der Silk Socks und Paint Socks. Die zwei, die sich so ähnlich waren. Mit Hebemaschen oder wie hast du den gestrickt? Nee, nicht Hebemaschen. Das ist immer zwei die eine Farbe, zwei Maschen die andere Farbe. Und die Dominik-Seite, da sieht man es genau. So. Ne? Sieht man. Also Das sind Schakamuster ja, quasi mit Schakamuster. Spannfäden hinten. Jo. Aber die sind ja so winzig, die Spannfäden, das merkt man gar nicht. Ja. Ja, nur dass wir die Technik haben, ne? Weil man es ja nicht so Double Face und Hebemaschen und alles Mögliche. Einfach, dass man weiß, wie es gestrickt ist. Schön sieht's aus. Mir gefällt ja ganz gut. Ja, super. Aber wie gesagt, jetzt zu warm. Ja. Genau. Die Das wäre was für mich. Farbkombination der beiden Farben finde ich auch schön. Das Uni-Hellblau und Ja. die Blautöne. Was mir so gefällt, ist, die sind ja an manchen Stellen fast gleich. Und da sieht man gar nicht, wann ich gewechselt hatte. Da muss man ganz genau hingucken, weil manchmal hatte ich diesen Wechsel. Ich habe ja mal zwei mit der einen Farbe, Farbe 1, Farbe 2 und dann gewechselt, also versetzt. Und das sieht man gar nicht. Doch, kommt gut raus. Das Finde das so hat man klasse ist. ja auch bei, wenn man die beiden, wenn man die Year Socks kombiniert, da haben wir das manchmal ja auch, ne, dass der Farbkontrast schwächer ist und manchmal stärker. Aber genau das macht ja diesen zusätzlichen Effekt. Ja, So, ich mache auch so. noch mal so ein Zipfelchen, mache ich auch noch mal. Weil die sind so toll, wenn du dir eine Jacke anhast, die pluschen da nicht so auf und du hast was am Hals. Und jetzt muss mal so ein bisschen ein ganz bunter her. So. Gibt ja jetzt die neuen Farben von der Paint Sock, ne? Ja, Da ich sieht sehe man schon, schon, oder? da mache ich mal einen raus. Genau. Gibt es die wirklich? Also kann ich die schon bestellen? Nee. Nein, Nee. die kommt Nein. erst im Aber die kommen September. ja noch. Ja, Dominik. die Ja, kommen. nein, Also du ja, hast. du kannst mal was nicht bestellen hier. Ah, ich denke wohl, dass du die vielleicht schon vorbestellen kannst, irgendwie, je nachdem, weiß ich nicht. Also ich habe geguckt bei den bekannten Junghans Fischer und so und da war noch nichts drin, Nee. dass man ab Ja. dann und dann lieferbar oder so.
Die machen die Ware nicht rein, bevor Ja. sie nicht wirklich lieferbar ist. Also später, wenn die Farbe dann mal ausgeht und die Nachlieferung etwas stockt, dann ist das trotzdem, dann bleibt es drin. Aber die machen sich ja keine Freude, wenn sie jetzt schon was einpflegen in den Shop, was dann erst im September kommt. Da brauchen sie ja mehr Betreuung, weil die Kunden dann ja nachfragen. Wo bleibt sie und warum ist sie erst im September lieferbar? Das macht keinen Sinn. Also ich glaube kaum, dass es Shopbetreiber gibt, die die schon eingepflegt haben. Verboten ist es natürlich nicht, ne? Aber macht man sich keine Freude mit. Dominik, ich verspreche dir auch, ich bestelle denn höchstens zwei von jeder Farbe. Ja, da für mich auch noch was übrig. Sehr nett. Ich kann euch noch meinen kopflosen Osterhasen vorstellen. Der Ja, hat es komm. leider nicht Mach mal höher, mach mal höher. Ist es denn ein geschafft. Mädchen? Nein, auch ein Junge. Okay. Aber der ist richtig cool. Der sieht mir ein bisschen ähnlich. Breite Hüfte. Und Naja, aber dann müsstest du den ja Titties machen. ja. Ist ja Ja, ganz praktisch ohne Kopf. Da aber kannst du guck ja einen anderen mal, machen. der hat wenigstens eine Hose und einen Pullover. Ich Der ist finde die so geil, dass angezogen. die zusammen, dass die angehäkelt werden, weißt du, dass man das nicht annäht und so. Das finde ich so geil. Also Was? Dominik, wenn du den genau passend vor dein Gesicht Gell? hältst, ja, genau. Deine Ohren, die Ohren sind ja schon Die fertig, kommen. aber Ohren kannst du oben aufsetzen? ja, genau, warte, mache ich mal. Mal schnell gucken. Das funktioniert. Passt doch, warte. So, Dann ist der Kopf okay. fertig. Also passt doch zu mir. Ja, aber der wird auch 46 Zentimeter lang mit den Oh, Ohren. schön Das groß. ist auch schon ein rechtes Ding. Mit Ja. welcher Häkelnadel hast du das gehäkelt? Vierer. Ja, okay. Ist aber so, naja, ist halt eine Fremdwolle. Das ist doch das Chelin-Garn. Das ist eh schon Chenille. ein bisschen dicker und plüschig für so Tiere. Das ist ganz toll. Also ich hatte doch letztes Mal den Osterhasen gezeigt, den ich da gemacht habe, der ja nicht angezogen war. Meine Enkelin kam gestern und das Erste, was sie sah, war der Hase und zack, weg war Umständlich. Den hat War sie doch gleich. dein Plan, oder? Nein, nein, nicht wirklich. Der sollte ja da bleiben. Ne? Mach's noch ein. Ja, Ach klar. so. Sollte. Das habe ich noch nicht verstanden. Das habe ich. Sollte. Er Sollte. sollte. Sollte, okay. Ja, vielleicht nehme ich ihn auch irgendwann mal wieder mit. Von ihr zu Das Hause. kannst du nie Das kannst du machen. nicht bringen. Das Gibt aber kannst du nicht Ärger. bringen. Nee, Mach nee. halt einem einen Kopf dran, dann hast du ja wieder einen. Was mit Genau. Kopftuch? Deinem Fertighäkeln, deinem Ja. kopflosen Hasen. Ja, den mache ich fertig, Dann ja. hast du ja wieder einen Hasen. Rein theoretisch kann der noch von alleine stehen, aber bis jetzt steht Wahnsinn. er noch nicht. Ja, das war's eigentlich. Du könntest ja auch einen anderen Kopf machen, Eselskopf zum Beispiel, da passen die Ja. Ohren auch zu. Eine Mutation oder was? Sieht bestimmt witzig aus, dann ist er ganzjährig. Eben. Oder was? Ein Bärenkopf wäre ja auch noch gut, oder? Wäre ja auch wie ein Bär, oder? Ja. Ich habe doch da einen Klettverschluss dran, dann kannst du die Köpfe wechseln. Ja, richtig cool. Das ist Nicht mal schlecht. eine coole Idee. Ja. Immer up to date. Ja, Ja. ja. Ich finde ihn ganz cool. Der Einfach wird. so am Kragen vier Knöpfe, dass er gut hält. Und über den Kragen machst du so ein Zipfeli von der Marion in klein. Und dann Genau. sieht man nicht, dass er hier einen Reißverschluss im Hals hat. Super. Ihr habt Ideen, hey. Ja. Gut. Was ist das jetzt? Da ist bei ich.
Wo ist der Hintergrund? Ich sehe es nicht. Doch bei der Biene spricht es, glaube ich. Ich mach dich mal stumm. Die Biene Ja. spricht. Genau. Aber Babsi, dein Osterhas ist ja wohl auch nicht fertig geworden, ne? Hä? Ja, Meine schau drei nur. Bienen. Ich musste aufgeben. Das Zeugs Warum? anzunähen und ich kann mal den Kopf holen. Ja, die kleinen Tierchen haben es in sich, ja. Das habe ich also nie gedacht, dass ich musste wirklich kühlen. Also ich musste Ja. ja hier die Nase machen, Ja. dann hier die Augen einstechen. Also man sieht hier, sieht man's. Ja. Oder da, Ja, siehst du, ja, da muss ich ja, ja. auch durchstechen auf die andere Seite. Ja. Und dann habe ich noch das angenäht und dann habe ich meine Finger, also ich hatte erwartet, dass die blutig sind. Nee, Okay. das hat überhaupt keinen Spaß mehr gemacht. Aber hast du so lange so lange Nähnadeln genommen? Die gibt es extra für so Tät. Ja, genau. Gibt es Das extra habe für. ich bekommen. Die Farbe für die Ohren habe ich nicht mehr bekommen vom Braun, aber die Puppennadel und noch ein Set Sockennadeln, das ist Ja, Leder und habe ich ich weiß auch. nicht, ob es mit Runden besser ginge. Keine Ahnung. Also Ja, ich hatte jetzt. so Schmerzen, dass ich nicht mehr lustig fand. Na, jetzt machst du noch mehr von den Tierchen und irgendwann Ja, jetzt bin ich gerade am bluten. kielenden Käfer. Irgendwann hast du Hornhaut auf den Finger. An, Dann kannst du an nicht was bist mehr. du gerade dran, Babsi? An einem schielenden Käfer. Elenden Käfer. Also der hat jetzt schon mal seine Wiese bekommen. Und dann gibt es einen Marienkäfer. Da sollte ich jetzt die Beine und den Unterkörper machen. Und dann werden die Augen scheinbar so gemacht, dass er dann schien. Wollt nicht lieber mit dem Weihnachtsmann beginnen, dass wenn du wieder wunde Finger bekommst, dass er dann auch wirklich fertig wird. Also das ist ein lieb gemeinter Tipp. Ja, Ja. ich habe eine schöne Zwei am Rücken, ich weiß. Nein, weil Maikäfer ist ja nächsten Monat haben wir schon Mai, ne? Nicht, dass du wieder unter Zeitdruck kommst. Ah, also ich finde, es ist ein Karl, den man mitmachen kann und der muss am 22.04. fertig sein. Also du musst immer die Teile, die sie vorgegeben haben, zeigen, damit du den nächsten Teil bekommst. Das ist Ah, im okay. Moment sehr, sehr in, dass man Okay. das zeigen soll. Es gibt dann auch noch ein Dreieckstuch zum Häkeln. Gibt es jeden Tag eine Reihe und die nächste Reihe, die vordere wird gerade wieder gelöscht. Oh. Okay. Es ist ja Es haben, richtig Guck. ja, ich glaube, es ist vom Hamstern her. Ich habe ja auch immer einfach, was es gibt, runtergeladen. Und Ja. das ist ja dann keine, die machen ja das auch, um Werbung für ihren Shop zu machen. Ja. Und wenn natürlich jeder runterlädt gratis, aber nichts zeigt, Aha. ist der Effekt für nichts gewesen. Okay. Und da machen viele mit? Beim Dreieckstuch sind es etliche. Ich meine jetzt so mit diesem täglichen, ob da einfach, ob das, Also, da haben sich schon über 200 angemeldet für. Ab Okay. 6.4. startet das. Ah, okay. Und ich denke, bei euch fangen ja die Frühjahrsferien auch erst dann an. Oder nicht? Ich habe gemeint, sei schon Ferien, aber es gibt noch gar keine Schulferien. Ja, wir hatten ja jetzt Osterferien oder Bei uns Osterferien. hin, bei uns. Immer Ja, bei noch. uns auch. Ja. Ja. Also hatten Ja, die mehr als die Tage frei? wir hatten Ja. 14 Tage Ostern jetzt, Osterferien. Ah. Die Woche ist noch. Ah, darum Ja, hat es wir haben ja geheißen, noch es geht eine mit Woche. den anderen Ländern vorbei. Unsere kommen erst jetzt dann ab nächsten Montag. Ja, in der Schweiz habt ihr das sowieso auch anders.
Ja, Ja, der Fasching zum Glück, kratzt ja ja. bei ihm. Auch in den Ferien Siehst war du, es genug. Was hast du gesagt, Veronika? Ich habe gesagt, bei euch ist Fasching erst gerade vorbei. Aha. Ich habe gedacht, du willst etwas sagen wegen meinen abverheilten Hasen. Nein, 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 nein. Die werden wir dann, Dominik wird sich das für nächstes Jahr merken und nachfragen, was dein Hase macht. Auf jeden Fall. Ja. Dominik, das wäre so dein Job, so ein Übungsleiter und täglich prüfen, ob die Reihe geschafft ist, ob du die Gell, nächste Anleitung ja. Oh rausgibst. ja, hab ja sonst nichts anderes zu tun. Ne? Also dann müsste man ja auch Dominiks Paisley-Schal überprüfen, wie weit der ist. Stopp, Der den ist habe im ich. Moment ist Ja. der unterwegs. Ach, Der der ist gar ist nicht bei mir fertig zu Hause. geworden. Nein, Der der liegt ging mit der gerade bei Nadel mir. weg. Was? Jetzt haben zwei geredet. Den Der hatte ich mit auf der Messe, damit man quasi auch mal so ein Double-Face-Teil angestrickt auf den Nadeln sehen kann, weil sich so viele am fertigen Deswegen Modell. konnte sie ihn ja gar nicht fertig machen. Ja, gut, der Genau. Auslese gelungen, Asche auf mein Haupt, ich war da schuld. Aber das war ganz gut, dass eben, dass man einfach mal sieht, wie das im Werden quasi funktioniert. Wie wenn so ein fertiger Schal eben da liegt, kann man sich das oft gar nicht so vorstellen, wie wenn die Nadeln eben noch drin sind. Und deshalb ja. hat mir Dominik ihre 25 Zentimeter geschickt. Oh, so genau wollte es gar keiner wissen. Oh. Und hat aber gestern darauf bestanden, dass ich es wieder schicke. Sie möchten unbedingt fertig stricken. Also, soweit ist der aktuelle Stand. Und ihr Wie habt ernst jetzt. muss man diese Aussage nehmen? Aber ja, gerade wollte ich sagen, ich habe aber nicht gesagt, wann, ne? Die Aufgabe hat ja jetzt die Gruppe. Jede Woche darf ein anderer fragen, was der Schal macht. Scheint ja gut zu funktionieren mit Druck. Ich habe auch von der Messe, ich hatte ja letzte Woche schon ein paar Sachen gezeigt. Da hatte ich die, doch, das war das Einzige, was ich von der Messe direkt mitgenommen habe, ne? Die Lederarmbänder, die habt ihr schon gesehen. Und das um den Hals hattest du an. Genau, das habe ich wieder hier verstaut. Kann ich euch jetzt noch näher hinhängen? Genau. Wann gibt es dieses Leder? Das habe ich Dieses irgendwie Leder gibt es verpasst. im ab nächst, also soll im April, wir haben ja schon April, Ja. rauskommen. Ach. Und das habe ich jetzt, die Silvia hat hier zur Messe, das ist das, was ich letzte Woche noch nicht hier hatte. Von dieser Leder-Look-Tasche bekommt ihr die Anleitung kostenlos, sobald das Material eben auf dem Markt ist. Ah, Andrea, super. hast Ja, du Glück schön. gehabt? Danke. Ja, also Müssen wir bestellen. die Silvia hat das ganz raffiniert auch gemacht. Man fängt hier unten an und nimmt dann rundum Maschen auf und strickt dann in Runden das Ganze hoch. Und so hat die Tasche gleichzeitig so einen Boden und hat eine richtig tolle Form. Ach, ist Und das da. sowas wie ein Achteranschlag, den man dann macht? Bitte? Ist das sowas wie ein Achteranschlag, den man dann macht? Ja, genau. Ach so, nee, du hast, Ach. Silvia, wie hast du ihn genannt? Ich habe das mal gelesen, das hieß irgendwie Judy's Cast-On oder magischer Maschenanschlag. Magischer Hat Maschenanschlag man es auch hast du schon es mal genannt? genannt, ja. Also mit zwei Nadeln und immer die Acht, genau, mit dem Achteranschlag habe ich auch schon gehört, dass man das nennt, ja. Genau. Also ja, der Achter eben vermutlich wegen dieser liegenden Acht, ne, dass man so Ja. stets so hin und her geht. Also Ja. ich versuche auch noch ein Video zu machen, dass es rechtzeitig veröffentlicht ist, wenn die Wolle dann kommt oder das Lederlookgarn. Und wie viel braucht man davon? Zwei? Zwei Zwei. von
diesen Teilen. Die Beige kommt irgendwo in eine Mattenwelt dann mal. Die nicht, aber es kommen weitere. Heute habe ich die nochmal 5 Taschen weggeschickt. Die werden fotografiert und kommen dann in die Maschenwelt 4. Die kommt im Juli. Aber weil eben die Maschenwelt jetzt so versetzt kommt und das Garn schon früher, deshalb mache ich hier eine kostenlose Anleitung. Und hier wird es auch eine Anleitung schon vorab als Einzelanleitung zum Kaufen geben. Das ist Oh. eine diagonal gestrickte Tasche. Auch aus 2 von diesen Kronen. Es ist schade, dass ihr nicht reingreifen könnt. Also das war auf der Messe immer so ein Aha-Erlebnis, wenn die Kunden so reingegriffen haben, dass sich das eben wie so eine weiche Ledertasche anfühlt. Und Das gibt es aber. was ich jetzt gerade draus probiere, das war ein Vorschlag von der Messe, war ein Platzset aus Leder für, ich nenne das dann immer junges Wohnen, ne? Die solche Details dann, Lederkörbchen, Ledersitzkissen und eben auch Lederplatzsets da im Strickstich mit festen Maschen. Also feste Maschen im Strickstich. Ich finde, es hat auch einen ganz tollen Effekt. Könnte man ja auch in eckig machen, ne? Na, ja, klar. In eckig hast du halt das Problem, dass du Rückreihen hast, was dann bei festen Maschen eben Nö. oft nicht so schön ist, ne? Nee, muss man Nee. nicht. Man kann auch Ach ein so, dass du in Quadrat die, ja, klar, das geht ja. ja. Denkfehler. In den Ecken drei feste Ja, Maschen. Ja. ja. Ich habe jetzt noch nicht ausprobiert, wie groß das Löchlein dann wird, wenn man eben dreimal einsticht, ne, muss man halt bei so dicken Ja, Garn dann mal austesten. probieren. Ja. Aber könnte gehen, ja. Ja, es geht ja auch oval. Also muss ja nicht ganz eckig, aber ne, so die Form, so in etwa. Ja. Weil rund finde ich immer relativ unpraktisch für Teller plus Glas oder Teller plus Tasse. Ne? Das ist mit rund irgendwie doof. Das passt nicht so. Ja, es kommt halt auf die Tellerform an. Wenn Ja, na du klar. jetzt runde Teller hast, Ja, doch, dann. schon, aber. Ja. Ja, es gibt ja Ja. auch diese eckige Form an Teller. Ja, Ja. kommt auf die Größe von dem Ja. Platzteller an, ne? Ja, klar. Wie du es machst, ne? Klar, schön ist hier auch kleinere Geschichten für Gläser und Becher dann, ja. Untersetzer, genau. Genau. Ich möchte jetzt nur mal ausprobieren, wie groß wird ein Platzset mit einer Krone. Und es wird ganz ordentlich. Also, wie die Silvia schon gesagt hat, es überrascht, wie viel Material, wie weit es läuft. Ne? Also ich habe jetzt, und so war der Anfang, ne? Also da kommt schon noch ein Stück dran. So dass eben auch nur eine Krone pro Platzset reicht. Also ich finde das ja schon ganz toll, so mit Platzsets. Aber mir wäre das jetzt fast schon zu schade für nur Platzsets. Also so Taschen oder so Schmuck oder so finde ich jetzt, wäre jetzt für mich eher das, was ich draus machen würde. Ja, wie gesagt, das war der Vorschlag zur Messe und da kam ich nur einmal. Schöne Platzsets kosten halt auch schon so um die 10, 12 € rum und da liege man ja dann ungefähr bei der Krone und dass man sich halt einfach mal das gönnt. Also ja, es geht ja manchmal auch darum, dass es toll ist, Sachen zu arbeiten, zu werkeln, die man wirklich dann auch, die dann auch Verwendung finden und nicht irgendwo in der Ecke liegen. Ne? Das, ja. Oder zum Wie ist das Schenken da mit eben dem dann auch. Waschen? Bitte? Wie ist das da mit dem Waschen? Bei 30 Grad kann man es waschen. Weil oft ist es ja so, da kauft man sich so Strohtischsets oder so und da kannst du nur mit Lappen drüber wischen und irgendwann sind sie eingeschmiert und du kriegst sie nicht mehr sauber. Ja. Naja, Wie gesagt, bei
Ich habe es jetzt im Alltag auch noch nicht erprobt, wie das ist, wie dann die Krümelchen drin hängen bleiben oder so. Das ist Gibst mal dein Enkelkind als Tischset, dann wirst du gleich mal ausprobieren. Das ist dann der Härtetest. Ja, genau. Ja, ich finde es auch auf der Fensterbank ganz schön als Untersetzer für die Blumentöpfe, so ein Schoner für, oder wenn man auf seinen Möbeln die Blumentöpfe stehen hat, als Schoner. Ne? Auch, da gibt es verschiedene Einsatzmöglichkeiten. Auch als Sitzkissen sind die sind schön, es wird richtig schön dick. Ja. Die Silvia hat so viele Taschen gemacht, jetzt wollte ich halt was anderes machen. Und die Mario und den Schmuck. Ich hätte da noch mehr Ideen zu. Ja, Ein kann ich mir denken. Autositz. Her damit! Her damit! Ein Ja, muss ich erst mal Autositz. wieder ein neues anordern. Ich habe nur noch ein ganz kleines bisschen. Also Ja. schon im Schwarzen habe ich noch ein Ein Heimkissen bisschen. ist auch Das dazu. reicht nicht. Bitte? Bitte? Gabsi? Ein Kreiskissen fürs Auto suche ich. Mhm. Ja, da kann ich ja machen. Kannst ja so ein Keilkissen, so ein Schaumding kaufen und dann tust du den umhäkeln mit dem Ja. Garn. Ja. Ja, aber wenn sie es entwirft, kommt was Schöneres raus. Ja, Puff. Ja, also für so auch wieder im Bereich junges Wohnen, solche Lederkissen in kraus rechts gestrickt, kann ich mir auch richtig gut okay. vorstellen mit der Geschichte. Einfach jetzt nicht das ganze Sofa, aber so zwei Elemente, glaube ich, Ja. dass die doch ganz gut rauskommen. Ich glaube, da kommen die Ideen einfach, wenn das Garn auf den Markt kommt, werden uns da noch ganz viele Ideen einfach von den Kunden auch geliefert sozusagen. Habt ihr eigentlich gemerkt, dass die Andrea ganz still geworden ist? Die hat sich das jetzt alles angehört und sobald das Garn bestellbar ist, Das dann haben ist wir nichts mehr. schon Soll ich im dir mal was Warenkorb. zeigen? Soll ich dir mal Die was zeigen? ist noch mit Warenkorb. Tunesisch Häkeln beschäftigt. Guck Ja. mal. Guck mal. Da macht sie dann ein Krokodil. Guck mal Das mein wird ja. Regal an. Ich Ah, habe da ist. Oh, das ich hab ja heute leer. aufgeräumt und das ist frei hier. Hier ist Platz. Ja, eben Das ist drum. total leer. Das, Ja. Da muss ja naja. was hin. Was Naja, hast das du sag ich diese ja. Woche eingekauft? Das müssen wir doch auch noch wissen. Ja, habe ich. Was? Zeig Bestellt uns habe mal ich. was. Zeig mal, was du alles bestellt hast. Na, dieses Schinellegarn, Shishi-Dings hier. Ah, Ich ja. will ja auch den Hasen machen und das Mädchen dazu. Bist du schon knapp. Aber das kommt erst am Donnerstag. Hoffentlich hast du dir auch Stopfwolle bestellt. Du musst nämlich noch Wolle, Füllwatte. Warte, bestellen. Ja, Ach und Dominik, was ist das für eine Anleitung, dieser Hase, den du da jetzt machst? die ist auf YouTube ist das von der Irinas Amigurumi. Die macht ganz viele so große Sachen. Danke. Bitte. Namen zusammen. Guten Abend. Hallo. 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 Was ich jetzt auch noch hier habe, in großer Menge, Ah ja, die sind auch cool. sind die Rope Bobble, die es jetzt eben gibt. Oh, ja. Die kommen auch im April. Und da haben wir pro Tasche braucht man ein Bobble. Es gab das Ganze ja schon mal als diesen Zopf, ne, wenn ihr das kennt. Aber ich nehme noch. Ich auch. Genau. Und hier, erstens ist das jetzt als Bobble gewickelt, also so, dass man das vorher nicht so aufwickeln muss. Das war doch für manche etwas mühsam. Und zweitens ist das Garn wirklich recht günstig. Also da kommt jetzt der Bobbel kommt dann für 8,95, ist dann so eine Tasche, reicht für eine Tasche. Und wir haben da für die Messe in jeder Farbe hier eine
Frau aus dem Dorf, die Christel Horst, hat mir aus jeder Farbe eine Tasche gehäkelt, Sehr fleißig. sodass man es einfach im Verlauf gut sehen kann. Für jeden was dabei. Wow. Das ist eine schöne Farbe. Ja. Ich habe die auch gern im Koffer. Oh, die ist auch schick. Ich finde sie alle schön. Bitte? Ich finde sie alle schön. Ja, also ich denke, dass wie es eben so ist mit den Lieblingsfarben, ne, die man da hat. Veronika, alle 2 Jahre neue Garne. Ich komme sonst mit den Finanzen nicht mehr klar. Tatsächlich wird es schon verlangt, dass man eben jedes Jahr Oh. was Neues zeigt, weil Die das ist ja letzte. so der Standard auf der Messe. Was habt ihr Neues, ne? Jetzt sehe ich. Das ist Oh. meine. Wow. Wie viele Also die Farben waren kommt. das jetzt? Zehn? Bitte? Waren das 10 Farben? Okay. Und Also, die kommt du auch im schreibst schon dein April. Hütte. Bitte? Sie schreibt schon hier Hütte. Also. Ja. Im Und. Juli, gell? Bitte? Im Im Juli? April? Im April? April. Die kommt mit dem Ledergarn, soll die auf den Markt kommen. Und auch hier gibt es dann die Anleitung zu dieser Tasche kostenlos auf im Newsletter oder auch auf YouTube. Das Video habe ich schon gedreht, weil ich die Tasche schon mal gehäkelt habe. Und wird dann auch mit Veröffentlichung oder wenn das Garn auf den Markt kommt, wird dann auch das Video veröffentlicht und die Marion setzt euch wieder auch die Anleitung in Newsletter, so dass man loslegen kann. Wir haben auch festgestellt, dass wir haben jetzt mehrere Anleitungen erprobt von der Rope Plate. Ihr könnt die Anleitungen alle umsetzen, auch mit dieser Qualität, ne? Also wenn da schon jemand, wir hatten da ja auch immer mal wieder in der Maschenwelt Anleitungen draus oder rein aus der Rohplate, die könnt ihr sehr gut für dieses Garn auch anwenden. Das ist ja auch immer gut, ne? Dass man da nicht wieder komplett sich was zulegen muss. Mich würde mal interessieren, wie kommst du oder wer kommt auf die Idee von neuen Garn, beziehungsweise wie die sein sollen, wie die hinterher aussehen sollen, sich anfühlen sollen? Wie ist so ein Prozess? Also Oh ja. da gibt's verschiedene Wege. Also ganz der ganz typische Weg ist, dass man nach Florenz geht, zweimal im Jahr. Da ist eine Wollmesse, ganz international. Also da kauft zum Beispiel auch Lagerfeld seine Strickware ein für die Anzüge, ne? Also das ist auch Industriestrick. Also überwiegend ist Industriestrick in Florenz und eben auch Handstrick. Dort wird so ein bisschen der Trend auch gesetzt von neuen Farben natürlich und dann aber auch von neuen Mischungen. Ne? Da kann man so ein bisschen erkennen, ah, Mohair kommt wieder oder es kommt wieder Seide oder es kommt recycelte Geschichten sind sehr im Trend oder. Da kann man schon so ein bisschen erahnen, was Trend ist, weil wenn du, also das stellen die ganzen Hersteller aus der ganzen Welt sind da. Und wenn du bei jedem Hersteller eben was mit Mohair siehst, dann kannst du eben, ist ja nicht schwer zu erahnen, dass wohl Mohair, dass man den Verdacht hat, dass Mohair wieder kommt, ne? Das ist die eine Geschichte. Und dann kommt eben auch viel, so zum Beispiel wie die Merino Silk Socks. Das war jetzt so meine eigene Idee. Da ich bin überzeugt von Sockenwolle mit Seide. Finde ich einfach sehr angenehm. Aber was mir da oft nicht so gefallen hat, ist, dass der Halt manchmal etwas fehlt, wenn Seideanteil drin ist. Und dann haben wir uns eben einen Hersteller gesucht, der eine Sockenwolle mit Seide und Elastan herstellt.
Da geht man dann her und sagt es so drei, vier Herstellern, mit denen man sonst eben auch zusammenarbeitet und fragt, ob sie sich vorstellen können, sowas zu ja, herzustellen. Und dann kommt eben einige Wochen, manchmal auch nur Tage später, kommen dann die ersten Musterproben und dann strickt man das an und dann geht es eben so lange hin und her, bis man mit der Qualität des Garnes zufrieden ist. Und dann geht es an die Farbauswahl. Das ist dann eben Step 2. Okay. Bei dieser Robe Bobble war es jetzt eben so, da war das Problem, wir hatten eben viele Rückmeldungen von den Einzelhändlern, dass die Kunden das Garn zwar super finden und dass dieser Zopf beim ersten Mal auch toll ist, also weil man einfach sowas hat, man halt noch nie gesehen und das ist interessant. Und aber wenn man jetzt eben auch so Körbchen kann man ja daraus arbeiten, dann will man eben loslegen, dann will man nicht erst abwickeln. Und dann haben wir halt einen Hersteller gesucht, der es schafft, diese Robe auch auf einen Bobbel zu bringen, ne? Sodass man eben trotzdem immer alle Farben sehen kann, die in dem, die im Verlauf dieses Bobbels ans Tageslicht kommen. Man kann ja nicht solche Knäule verkaufen und innen drin kommt dann ein Hellblau, was einem gar nicht gefällt. Ne? Ja. Das war so das, der Gedanke von diesem Zopf, von diesem Geflochten, dass man eben alle Farben auch erkennen kann. Ja, und dann macht man sich eben auf die Suche nach einem Hersteller, der das eben schafft, ne? Der die nötigen Maschinen dazu auch hat, das herzustellen. Das heißt, deine Wolle wird von ganz verschiedenen Herstellern Ja. gemacht, aber vertrieben von Langendorf und Keller. Genau, so hast du Ah, das auf den Punkt gebracht. gut. Ja, und was wir eben, was wir uns auf die Fahne schreiben, ist, dass wir nur im europäischen Ausland herstellen lassen. Also Ja. wir gehen nicht über die Grenzen hinaus. Das hat sowas mit Vertrauen zu tun. Also wir arbeiten auch mit Herstellern zusammen, die eben, die wir schon jahrelang kennen. Ich in meinem Fall konnte mich ja da gut an Herrn Langendorf anhängen. Der hatte ja mit Prolana, also aus dem Hause Langendorf und Keller, kommen ja die Qualitäten Prolana als Hausmarke und Wooly Hux eben, wo ich eben als Marke dahinter stand. Aus dem Hause kommt auch die Hettnat-Wolle, ne? Das sagt euch ja sicher auch was. Das Ja, kam ja. auch aus dem Hause Langendorf und Keller. Und das ist manchmal so oft ein bisschen verwirrend. Warum verlinke ich denn Prolana, wenn ich auf Instagram was poste? Aber wir sind da im Prinzip eins. Also wir sagen auch immer auf den Messen, wir kommen als ein Gesamtes daher. Wir schauen eben auch, dass wenn wir neue Qualitäten auf den Markt bringen, dass Prolana und Wooly Hux sich nicht in Konkurrenz Ja. zeigt. Ne? Also Prolana wird jetzt keine Rohbubbel oder ein ähnliches Garn auf den Markt bringen, mit denen man genau das Gleiche machen kann. Weil da würde sie sich ja die Konkurrenz ins eigene Haus holen. Ne? Das Ja. macht ja keinen Sinn. Ja, logisch, ja. Genau. Und so konnte ich mich eben gut auch mit der Herstellung der Wolle an Herrn Langendorf anhängen, mich drauf verlassen. Der hatte ja die ganzen Kontakte schon. Und das ist eben auch immer wichtig, also für uns wichtig, dass wir die Leute kennen, mit denen man zusammenarbeitet. Teilweise haben sie eben die auch schon die Firmen direkt besucht, ne? Dass man eben schon in Italien war und sich mal die Firma angeschaut hat und dann ist da so eine Ebene da, würde man über die europäische Grenze hinausgehen, gar nicht schaffen kann. Ne? Ist ja auch gut so, finde ich gut. Ja. Ja. Also mein bestes Beispiel sind da immer die, ich habe doch so kleine Mini-Plüsch-Pommelchen für Kindermützchen. Und als ich die eben auf den Markt bringen wollte, haben wir halt gesucht, wer kann uns das herstellen. Und es wäre echt ein leichtes gewesen, im 20er-Pack diese Bommelchen aus Asien herzubringen. Und
Wir haben es eben nicht gemacht. Wir haben den deutschen Hersteller genommen und dann sind die Bommelchen eben teurer und man macht eben weniger Umsatz, aber man bleibt eben einfach seiner Linie treu. Das muss man sich manchmal auch tatsächlich leisten können, ne? Das geht ja auch jedem einzelnen Kunden so. Es ist ja auch schön, wenn man sagt, ich schaue, wo meine Wolle herkommt. Steht da drauf Made in Italy, Made in Türkei oder steht Made in China drauf, ne? Das ist ja so ein Anspruch, den man vorleben kann. Und trotzdem muss man sich's draußen dann eben auch noch leisten können. Aber das ist halt dann immer die Frage, was mache ich draus? Mache ich eben was Nachhaltiges draus oder häkel ich eben einfach vor mir hin und dann landet es nachher in der Ecke? Das ist, ja, wenn wir es nicht vorleben als Hersteller, dann können wir es vom Kunden nicht verlangen, dass er es durchzieht. Ne? Das, ja. Aber da bin ich ganz froh, dass ich da mit der Familie Langendorf und Keller, das ist ja eine Großfamilie, die da alle zusammen an der Messe sind, ne? Mann, Schwager, von jedem die Frau, von allen schon wieder die Söhne als Nachfolger. Es sind da zwei, vier, sechs, acht Personen direkt aus der Firma, aus der Familie Langendorf am Stand und bauen mit auf, ne? Also und bauen dann auch mit ab. Also das ist einfach so ein Familienbetrieb. Ja. Ja, Wo danke. man sich auch wohlfühlt. Ja, das ist immer so dieses Hintergrundwissen, was auch für mich interessant war, als ich eben als Wuli Hacks gegründet wurde als Wollmarke. Ich war ja viele Jahre vorher schon als Redakteurin tätig und habe mit allen Garnhändlern zusammengearbeitet, um die Zeitschriften zu füllen, ne? Also wenn ihr jetzt zum Beispiel so eine ähnlich wie eine Sabrina, wo eben alle Qualitäten zusammen sind in der Zeitschrift. Also zum Beispiel die Chefredakteurin von der Sabrina ist dann eben auch auf der Handarbeitsmesse und geht zu allen Herstellern, um eben, Ja. dass Modelle ins Heft zu bekommen oder die Hersteller möchten den Kontakt zu ihr, dass eben Modelle von ihnen mit ins Heft kommen. Ja, ich mache das schon. Ja, goldenen Stern jetzt. Seht ihr, Ja, wo ist gesprochen nicht so wird? Nee, schlimm. Ja, Christina. 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 Ist nicht schlimm. Ja. Christina ist das, ja. Ich sehe es gar nicht, die Christina. Mal zweite Seite. Darf ich mal Pascal fragen, was er da aufribbelt? Das willst du nicht wissen. Ist das nicht Die Jacke, nicht die Jacke. Jacke, oder? Doch. Wieso das denn? Warum? Farbunterschied in der Wolle. Ah, okay, das hatte ich gesehen, ja. Weil du alles siehst, ey. Nein, das hat man, hat man ihn auch drauf angesprochen, ob das so gewollt gewesen wäre. Ja, und jetzt? Ich habe neue gekriegt von Veronika. Oh, okay. Ja, aber du kannst das, was du ja gestrickt hast, kannst ja schon oder musst komplett neu machen. Ich mache komplett neu. Oh. Oh, Das ist ärgerlich. Okay. Oh je, oh je, oh je, oh je. Ich kann es mir auch überhaupt nicht erklären. Also wir haben jetzt da nicht lange rumgemacht, aber warum innerhalb der gleichen Partie Ach, ein die gleiche Partie. Farbunterschied ist, kann ich nur mir so erklären, dass irgendwo ein Pack gelegen hat über längere Zeit. Ne? Sicher nicht beim Pascal, weil ich weiß, da ist er neu eingestiegen mit seiner Wohlgeschichte. Aber anders, Ja. weil wir hätten ja sonst auch weitere Rückmeldungen bekommen, ne, zu diesem Thema, ja. Vielleicht irgendwo in der Sonne gelegen oder so. Irgend sowas, ja. Das
Das sind eben dann doch Dinge, die natürlich ärgerlich sind, aber die sich nicht zu 100% vermeiden lassen. Der Trumisch ist bei Weiß, ist es ja auch ganz, ganz, da muss ich also echt auch schon auf die Partienummer gucken, weil nicht jedes Weiß ist gleich Weiß, ne? Man muss bei jeder Farbe auf die Ja. Partienummern schauen, wenn man es innerhalb von einem Modell verwendet, ne? Ja, aber manchmal fällt es auch gar nicht so auf, aber beim Pascal hat man es schon wirklich richtig gesehen. Ja. Ja. Ah, die tolle, die gute Arbeit, der war fast fertig. Ja. Wow. Und mittendrin Die im M. Blatt rechts, da fällt es natürlich dann noch doppelt auf, ne? Ja. Ja. Die Ärmel, hattest du die auch schon fertig, Pascal? Ja, die Ärmel waren schon fertig. Ich brauchte nur noch den Körper. Oh, Den hatte ich zur Hälfte schon scheiße. fertig gehabt. Das ist ärgerlich. Aber du strickst immer die Ärmel zuerst, gell? Also du machst quasi da, wo du dann die Rundpasse und dann strickst du erst den Ärmel und dann den Rumpf, oder? Ja, genau, weil ich die Ärmel nicht stricken mag. Und dann habe ich sie hinter mir. Ah, okay. Das ist aber auch leichter, weil du die Ärmel dann, bei den Ärmeln musst du viel mehr drehen und hast ja zwei Seiten. Und wenn du nur den Oberkörper hast, geht es einfacher, als wenn du schon den Körper hast. Aber hätte dir das nicht gefallen, wenn du den unteren Teil, der, wo dann der Farbunterschied gewesen wäre, mit einem anderen farbigen Streifen gemacht hättest und dann das andere Garn? Nein, das war ja in den Ärmeln auch. Ach so, Und okay. da war es besonders stark. Okay, ja. Wenn man die Ärmel zuerst strickt, hat es eben auch den Vorteil, wenn man wenn die Länge der Jacke nicht unbedingt direkt, kann man eben sagen, ich habe noch 50 Gramm übrig, ich stricke sie, solange das alles verwertet ist. Ne? Da kann man dann wirklich so auf den Punkt arbeiten. Das finde ich auch immer ganz angenehm, weil die Jacke von Pascal, die ist ja gleich mit Blende. Wenn er quasi unten abkettet, ist er fertig. Und so kann man im Prinzip alles Material einstricken. Je länger so eine Jacke ist, je die sind ja im Moment modern. Je länger, je besser. Aber Pascal, wenn du sowieso von vorne an, von neu anfängst, hast du dir denn jetzt schon mal einen Kragen überlegt, den du machen wolltest? Nein, noch nicht, aber ich werde gleich den Kragen mitmachen. Wollte ich dir nämlich auch vorschlagen, weil du sonst die Kante dann halt hast, ne, beim Anstricken. Ja. Ne? Wobei Ja. mir bei der Jacke, als du die jetzt so halb fertig Aber hattest und anhattest, mir gefiel das eigentlich sehr schön, wie das so auseinandergefallen ist. Also das heißt, ich würde wahrscheinlich ganz einfach geraden Kragen machen, den du dann so links und rechts wegfallen lassen kannst. ja. Ja, schräg gewusst. Ich finde einfach diese Kachel von der Christina nicht. Ich kann, könnte es dir sagen. Also bei mir. Unbewählt. Und da der neben der Gita, aber bei dir wird es anders sein. Ja, es gibt, ich habe keine Zwei-Seiten-Ansicht. Und es ist ganz seltsam, dass sie bei mir nicht angezeigt wird. Mario, und ich Ohne siehst, Bild. Ja, mach Mario, mal. siehst du sie? Ja, ich sehe sie. Dann mache ich dich mal kurz zum Host. Und dann kannst du einfach die Christina mal auf Stumm stellen, damit wir diese Zwischentöne nicht haben. Ja, Und sie ist. ja, ich hab's schon. dann kannst du mich gerade wieder zurück. Habe ich schon. Gut, danke schön. Und dann, Langsam Übung. dann begrüße ich mal den Kilian von Strickreisen. Hallo Kilian. Ja, schönen guten Abend zusammen. Guten Abend. Guten Abend.
Kilian hat mir heute Mittag eine Mail geschrieben, ob er denn mal einfach im Zoom-Meeting teilnehmen möchte, wegen der Strickreise, die im Oktober stattfindet. Ob es da eben nochmal Fragen gibt oder weil da ja schon einige Fragen aufgetaucht sind, so unter anderem eben, ob man da an den Anlegestellen auch rauf aufs Schiff darf, wenn man nicht offizieller Teilnehmer dieser Schiffsreise ist. Genau, also Besuch auf dem Schiff ist grundsätzlich möglich, aber die Leute müssen sich vorgängig anmelden. Und wie lange vorher? Also Ja, am besten einfach auch, bevor die Reise stattfindet, sich kurz bei mir melden. Dann kann ich so die Liste weitergeben. Wer wann zum Beispiel in Frankfurt zukommt, damit sie einfach informiert sind, wie viele Leute da plus minus noch aha. an Bord kommen. Okay. Weil Frankfurt wäre sicher vom Zeitplan eine gute Möglichkeit oder Speyer. Oh ja. Weil in Frankfurt sind wir da ungefähr von 9 Uhr bis 17 Uhr und Speyer von 14 Uhr bis 22 Uhr. Also wäre ein sicher schönes Zeitfenster. Ja. Ja, schau mal einfach mal, was sich da tut. Das soll ja auch nicht im Prinzip, es soll ja nicht jetzt eine Riesenmenge werden, ne? Also wenn vereinzelt da jemand kommt, ist okay. Ansonsten müsste man eben da auch eine Regelung finden, ne? Genau. Ja. Genau. Weil die, ich sage jetzt mal, die ja teilnehmen auf dem Schiff an dieser Reise als Strickreise. Die haben ja auch dafür bezahlt. Und dann ist es ja dann auch, wenn jetzt da, wenn es zu viel würde werden, macht es ja dann vielleicht den anderen auch keinen Spaß mehr. Aber schau mal einfach mal, wenn das vereinzelt ist, denke ich, ist gar kein Problem. Und ist ja auch schön, gerade wenn es Leute aus dem Zoom-Meeting sind, dass man sich mal sieht, ne? Ja. Oder dass man auch mal sich umschauen kann. Wie sieht es denn auf so einem Schiff aus? Wie kann ich mir denn das vorstellen? Weil wir wollen ja auch in 2025 wieder so eine Reise machen, dass man da auch vielleicht mal sich vorstellen kann, dass man da mal teilnimmt. Wäre natürlich schön, wenn die mal andersrum ginge, ne? In Deutschland anfangen würde, weil sonst ist das für Deutsche schwierig bis Basel und wieder nachher von Basel wieder nach Hause. Das ist natürlich eine ewig lange Himmelfahrt. Mehr nutzt sich halt auch eine Schweizer Gesellschaft, ne? Thurgau Travel ist ja Schweiz, ne? Ja, Also, ich weiß das, aber vielleicht gäbe es ja auch noch mal einen deutschen Anbieter. Also wir Schweizer sind immer abgesagt. Ich finde das gut, wenn wir mal etwas bekommen von uns aus. Abgesprochen. Ja, dann hast du, wenn du schon keine Wolle kriegst, ne? Ja, genau. Also ich habe da schon oft gehört, dass die Schweiz ein ganz armes Land ist. Ja. Aber hoffentlich Also ein Punkt der positiver. Besorgung und Auswahl von Wolle, ja. Du Und weißt, dann zu einem horrenden Preis. die sind so arm dran, dass sie in Deutschland einkaufen müssen. Also, keine Ahnung, ob mal. Wir sind ja hier am Randtasten, ne? Man muss ja hier auch den Bedarf testen, wie viele Teilnehmer haben da, kommen mit, wie groß ist das Interesse? Und wenn jetzt das ein riesiges Interesse sich entwickeln würde über die Jahre, dann könnte man sich ja vielleicht mal vorstellen, dass man eine Reise hoch macht und oben dann runter, dass man es eben so anbietet, dass oben auch noch welche zusteigen können, dass das quasi so ein Hin und Her gibt. Aber so weit sind wir noch nicht. Wir tasten uns jetzt da eben ran und harren der Dinge, die da kommen, und ich freue mich da total drauf. Aber Veronika, wenn du da ganz hoch willst, dann müssen wir wieder in der Schweiz 14 Tage aufs Schiff. Genau. Also es ist einfach so, man Dürfen. allen Leuten recht getan, ne? Ja, ich Das weiß. ist eben da einfach so, ja.
dass wir es jetzt eben aus Basel ab versuchen. Es hätte ja auch so nie stattgefunden, wenn mich jetzt der Kilian angeschrieben hätte und ich würde in Hamburg wohnen und er hätte gefragt, kann man da mal in Basel eine Schiffsreise ausprobieren, hätte ich das ja auch nicht gemacht. Das ist ja der Vorteil, dass ich eben nur 1,5 Stunden von Basel weg wohne und dass man eben das Ganze von hier aus mal versuchen kann, ne? Ja. Ja. Ausbauen kann man immer. Ja. Genau. Schade, ist. Sind noch Kabinen frei? Jawohl, es sind auf dem Hauptdeck sind noch zwei Kabinen frei. Okay. Dann Mitteldeck hinten ist ausgebucht. Aber Mittel- und Oberdeck normale Kabinen habe ich noch. Okay. Und eine Suite. Oh, nicht für Veronika natürlich. Nein, normal. Der Andrea. Normalerweise im Keller, die ist da angestellt und Angestellte sind normalerweise immer ganz unten. So, Maschinenraum. Das nennt sich Freundin, ne? Ja. Nein, aber so eine Suite wäre vielleicht was, wenn sich zwei, drei Frauen, eine Suite kann ja immer mit mehreren Personen belegt werden, ne? Wie Also viel zwei hat. Personen Ja, nur. und die kann auch nur für zwei Personen gebucht werden, Ah. also einzeln geht die gar nicht. Ich Ja. glaube aber, die Suite ist auch nicht, sie ist schon ein Ticken größer, aber ich glaube nicht viel, also schon, aber die Einzelkabinen, die sind ja auch schon recht groß, ne? Also normal. Also 8 Quadratmeter ist die Größe. Von der normalen. Ja, also sie ist schon beträchtlich größer. Okay. Ja, da müsste ich aber länger bleiben wie 4 Tage, also 4 Tage. Oh. Nee, also, das Ganze soll ja auch noch einigermaßen überschaubar bleiben, ne? Wenn man sich eben das Ganze mal gönnt, dass man da nicht, finde ich sehr gut, dass man auswählen kann, in welchem Rahmen man sich das gestalten möchte, ne? Genau, weil darum empfehle ich eigentlich auch immer den Leuten, die alleine sind, weil auf der Gold dieses Jahr ist jetzt auf dem Hauptdeck kein Einzelkabinenzuschlag. Nächstes Jahr wird es wahrscheinlich auf dem Mitteldeck ohne Einzelkabinenzuschlag sein. Es ist natürlich ein enormer Vorteil, gerade wenn jemand alleine teilnehmen möchte, dass er keinen Einzelzimmerzuschlag hat bei der Geschichte, ne? Das, weil ja gerade so eine Strickreise oft der Mann sagt, geh du mal. Und ich bin da nicht dabei, wobei ich ja jetzt bei der Dominik geht ja der Mann auch mit. Und macht eben dann die Tagesausflüge so für sich, ne? Also, oder die Dominik ist auch mal dabei. Also es ist ja nicht, dass drumrum um unser Event nichts anderes stattfindet. Es sind ja auch sehr viele Leute auf dem Schiff, die das nicht als Strickreise gebucht haben, sondern eben als aus Urlaubsaspekt, ne? Und von daher wird ja drumrum schon auch was geboten. Ja. Genau, also das Programm der ist ja für die bessere Hälfte, sage ich mal, absolut interessant. Ja. Ob das die bessere Hälfte ist, lassen wir natürlich dahingestellt. Kann ich, Kilian, das kann ich nicht so stehen lassen. Ja. Aber Der René das ist jetzt gerade noch zur Verstärkung gekommen und René hatte ja auch die Frage, ob man eben zusteigen kann auf dem Schiff. Also René, der Kilian hat es uns gerade gesagt, man kann sich dann eben mit dem Anbieter in Verbindung setzen, also mit der Telefonnummer, die ich da immer unter dem Video verlinkt habe und kann sich dann quasi anmelden, dass man aufs Schiff darf. Also dass die Gesellschaft weiß, welche Personen befinden sich auf dem Schiff. Ah ja, gut. Man müsste das quasi vorher per E-Mail dann abklären. Ja, oder Genau. Anruf. Genau, ja. Okay. Andrea, Ja. hast du schon gefragt wegen Parkplatzmöglichkeiten in Ja, Basel? bei mir ist ja, wenn ich würde ja ein Hotel nehmen.
Ich würde ja einen Tag eher anreisen. Ich habe ja 10 Stunden Anreise mit dem Auto. Acht, ja. Ja, und Ja. Thurgau Travel selber hat keine Hotels in Basel. Also müsste man ein normales Hotel direkt vor Ort buchen. Ja, ich würde auch ein normales Hotel nehmen und dann da halt mein Auto. Ich glaube nicht, wenn ich dann sage, ich auf der Rücktour würde ich noch mal eine Nacht da schlafen, dass die da was dagegen hätten, wenn mein Auto da steht. Das glaube ich auch nicht. Also, Ach komm, die Schweizer sind doch alles so nett. genau. Am Also, Hafen selber gibt es keine Parkmöglichkeit. Nein, das gibt es nicht. Das sind wirklich nur die öffentlichen Parkhäuser. Also Weil. Andrea, wenn du weißt, in welchem Hotel du übernachtest und Lust hast, kannst du mir das mal sagen. Ich werde vermutlich auch am Abend vorher anreisen, weil mein Horrorgedanke ist, dass Stau ist auf der Autobahn Richtung Basel und ich nicht rechtzeitig aufs Schiff komme. Wäre ein bisschen blöd. Ja, ich habe gedacht, du fährst mit dem Zug. Nee, ich fahre nicht mit dem Zug. Mit dem Zug, Nee. da ist noch weniger wahrscheinlich, dass sie ankommt. Nee, ich steig jetzt hier Deutsche Bahn. ein, dann fahre ich nach Schaffhausen und von Schaffhausen fährt ein ICE an Basel am Hauptbahnhof. Ja, da Ja, steigt aber man das ist mir, also das machen meine Nerven nicht mit. Ich muss dann. das am Abend, bei solchen Geschichten reise ich gerne am Vorabend an, auch wenn wir Meetings haben oder so. Sonst bin ich zu zipfelig, passend zu deinem Look, Marius. ob das Ganze klappt. Und ich habe ja auch Unterlagen, ich habe ja auch die Goodies mit dabei, sehr wahrscheinlich, ne? Mit die Taschen. Und das ist mir mit dem Zug, kriege ich das nicht. Ja, Ja, okay. Na. Und du Ja, da. fragst nach meinem Hotel, weil du mich dann zum Abendbrot einladen Ja, möchtest? natürlich. Ach so. Ich hab uns jetzt eher an der Bar gesehen. Also ich Ja, sehe das beim ist. Hotel immer, dass es noch eine Bar hat, die lange auf hat. Meine, die Haare müsst ihr mir sowieso halten, zurückhalten. Also. Kilian, du kannst doch jetzt gerade sagen, du kannst doch sagen, dass das, man merkt es eigentlich nicht, dass man da auf dem Schiff ist und schon gerade zweimal nicht auf dem Rhein, oder? Da hat Vom man ja keinen Schaukeln Wellengang. her war es Thema. Nee, also es ist ja auch von Thurgau Travel das neueste Schiff. Also das Schiff ist jetzt ein gutes Jahr alt, also ist mit den neuesten Technologien ausgestattet und auf den Flüssen ist Wellengang so immer viel weniger ein Thema wie auf dem See oder Meer. Kabinen haben auch alle ein Fenster. Ja, die kannst du Ja, gar machen. die kann man aufmachen. außer, Okay. also auch Hauptdeckabfenster, aber da sind es einfach nur die kleinen runden. Egal, es ist Mittelleck und eine Öffnung Oberdeck. da, die man öffnen kann. Mitteloberdeck ist zum Öffnen, genau. Aber du, Andrea, die Ja. Kabine hat auch eine Toilette, also das ging auch, ne? Also du musst ja nicht gerade aus dem Fenster raushängen. Ja, nein. Also, Ja, ich hänge den Arsch schon aus Bullauge raus, oder was? meine Kabine hat natürlich kein Fenster im Keller, ne? Ja, genau. Ich glaube, das Keine sind Gründe, Ahnung. warum ich frage, aber Ja. egal. Du bist ja Aber auch auf dem Mitteldeck, Veronika. ja, die Dominik hätte mir als Mitarbeiter eine Kabine im Keller gegönnt. Aha. Ja, ich bin ja auch auf dem Mitteldeck. Ich glaube, wir sind gar nicht so weit auseinander, Veronika. Ja, man könne uns Morsezeichen Ja. geben. Aber Also du? Veronika ist ganz vorne. Ja, ich Na weiß gar gut. nicht, 209 habe ich, glaube ich. 209, sowas habe ich. Ja, das kann sein. Aber was wollte ich, Veronika, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, wo doch auch auf dem Schiff war, wo wir das Stricktreffen hatten. Die haben doch da in Basel in dem einen Hotel übernachtet. War das das Rie Hotel?
Die mussten ja, doch dann noch so weit laufen. Ja, die haben nicht, die haben doch aber nicht direkt in Basel übernachtet. Übernachten. Ja, die haben nicht direkt in Basel übernachtet. Die mussten ja 50 Minuten laufen. Ja, das war, glaube ich, noch auf der anderen Seite, aber ja, auch die, ja. Ich nehme dann die Rikscha. Und nicht die, oder was? Dominik, wo wohnt deine Schwester? Wo, in Märkt. Also am Rhein. Wie heißt der größere Ort? Also Lörrach. Weil am Rhein Lörrach ist auch Weil, nicht... Haben die nicht in Weil übernachtet? Doch, hat ja, das auch aber, schon ziemlich, an der Grenze war das, weil du gehst dann nach Reisel und da hat man das Hotel ja gesehen. Genau, ja, ja. Ja, aber Weil am Rhein ist da unten direkt an der Grenze. Ja, genau. Ja. Und da gibt es ja, das eine große Hotel da, den Block da, wo man auch sieht. Aber da, da finden wir schon was und wenn es ja weiter weg ist, kann man ja morgens auch mit dem Taxi zum Ding eben fahren. Das genau ist halt kein Thema. Du kennst die Schweizer Preise beim Taxi. Egal. Naja, aber gut, so weit ist das ja dann nicht. Das ist ja dann das. Wenn ich halt nach der Strickreise feststelle, dass das ganze Minusgeschäft war, dann könnt ihr halt 2025 gucken, mit wem man strickt. Oh. Nee, das glaube ich dir nicht. Nein. Alles das Taxi gut. Bezahle ich dann, also daran soll es nicht liegen. Nein, da finden wir definitiv eine Lösung. Nee, ja, ich mache das jetzt auch einfach, weil ich da Lust drauf habe. Ja, ja, es haben halt komplett was anderes. Genau, genau. Ja, ja. Und wann hat man das schon mal so, ne? Ja, das stimmt. Ja, man sieht es ja auch bei unseren Tagesreisen. Die Reisen sind ja schon sehr beliebt. Seit wie vielen Jahren macht ihr diese Strick-Tages-Events? Ist jetzt das fünfte Jahr. Ah ja, okay. Und jetzt, dieses Jahr haben wir eigentlich fast jeden Monat eine Reise. Also so viel wie dieses Jahr hatten wir noch nie. Das heißt, ihr habt für euch einen Bedarf ausgemacht, also habt das Gefühl gehabt, da ist Bedarf da, weil immer mehr Teilnehmer waren. Ja, genau. Und jetzt sind wir auch so in relativ vielen Regionen unterwegs dieses Jahr. Mhm. Damit wir eigentlich wirklich in jeder Region mal was machen können. Weil sonst waren wir immer nur ostschweizlastig unterwegs. Und ja, dann hatten wir immer Leute, die sagen, ja, komme ich von Basel zu euch nach in die Ostschweiz und so. Jetzt haben wir das mal in der Testphase so ausprobiert. Und die mehrtägigen Reisen, ihr habt ja jetzt auch nach Ascona eine angeboten. Genau, die findet nächste Woche statt. Und habt ihr das auch schon seit 5 Jahren gemacht? Oder nee, das ist... Ascona ist jetzt das erste Mal. Einmal waren wir im Südtirol noch an Weihnachtsmärkten. Und ja, da haben wir so 20 Leute beisammen, zusammen. Aber das Ascona ist doch eine Busreise, oder? Ja, ja. Südtirol war auch Bus. Ja. Und genau, und da ist einfach auch mit Tagesprogramm und am Abend gemütlicher Stricken in der Runde. Aber da gibt es Leute, die sind kaum auf dem Platz, wird gestrickt. Ja klar, das ist ja dann ist ja auch auf der Messe in Köln hat man das jetzt auch gesehen, abends beim Zusammensitzen man ist ja da oft also ich war in mehreren Hotels in Köln. Und dass da in der Bar auch Frauen saßen, die gestrickt haben. Also da ist halt einfach das Klientel, sammelt sich da, ne? Die ist halt gerne strickt und die auch gerne jede Minute ausnutzen, um zu stricken. Ach, apropos Bar, haben die, wo jetzt zum Beispiel auf dem Schiff sind, die nur stricken, da haben wir da, ist das eine
eigene Raum, wo die da drinne sind, oder ist man da im offiziellen Platz, oder wie ist das dann? Es wird im offiziellen Bereich stattfinden, das Ganze. Es wird einfach sage eine Ecke reserviert sein, aber ist offiziell, wo jeder hinschauen kann. Okay, Weil. und da ist auch eine Bar vorhanden und so, ne? Oder? Genau, also zu trinken gibt es da sowieso. Okay, gut. Bei uns ist schon auch immer wichtig, auch wenn wir auf einem Tagesschiff unterwegs sind, damit man die Leute eigentlich nicht abgeschirmt sind, damit eigentlich die Leute, wo sonst auch auf dem Schiff sind, damit sie sehen, damit es sowas eigentlich überhaupt gibt. Okay. Weil selbst wenn man im Zug unterwegs ist, man sieht immer wieder mehr Leute jetzt, die eine Strickarbeit dabei haben. Das finde ich auch gut, dass wir da nicht so separiert sind. Klar, man müsse uns halt benehmen, ne? Dass wir nicht so. Schwierig, Aber einfach, dass es, aber ja, dass es einfach so offiziell ist, dass man eben dazu steht. Das ist unser Hobby und das ist gut so, ja. genau, Okay. weil das finde ich persönlich auch schon auch wichtig, damit man sich nicht versteckt oder irgendwo gesagt wird, ihr seid da hinten im letzten Kammer. Im Keller, im Ja. Untereck. Bei der Maschine könnte man einen Ja. Takt stricken. Genau. Ja, also wie es aktuell aussieht, wird es auf dem Oberdeck vorne sein. Oh. Vorne ist gut. Dann können wir die Genau, Tarnung. vorne bei der Bar. Ja, genau, das ist richtig. Das klingt doch verheißungsvoll. Ja, das ist. Genau. Ja, schade, wenn Basel nicht so weit weg wäre. Das wäre meine Frage gewesen. Wie weit nördlich habt ihr denn mal vor zu fahren, so in ein paar Jahren? So den Rhein runter, dann rechts die Küste entlang, Nordostseekanal und dann links um die Ecke rum vielleicht? Also in ein paar Jahren, das könnten wir, ich möchte das dies Jahr noch machen. Was möchtest du gern machen? Na, dass man sich zentraler mal trifft. Habe ich Also, mir schon das mal liegt auf überlegt dem mit der Weg sein. Jugendherberge. Aber Also, dann wie gesagt, bin wenn die Frage an Kilian geht, das haben wir ja schon beantwortet, dass das quasi die Nachfrage regelt, ne? Dass man da auch mal, das ist ja auch ein Risiko, mit der so eine Schiffsgesellschaft da reingeht. Wenn sie sowas anbietet, dann muss es ja auch schon gebucht sein, die Anlegestellen und alles. Und dann sollte das auch funktionieren. Und das, soweit sind wir, würde ich jetzt mal sagen, Kilian, kannst mir gerne Ja, widersprechen, aber nee, soweit sind wir einfach noch nicht. Wir machen das dieses Jahr jetzt zum ersten Mal. genau. Ja. Und müssen jetzt auch mal ausprobieren, eben wie kommt das Ganze an? Weil Genau. Mehrtagsreisen sind halt immer spezieller wie eine Tagesreise. Genau. Die Frage ist noch, wenn ihr das nächstes Jahr wahrscheinlich wieder macht, weil ihr macht das ja, glaube ich, jedes Jahr, oder? Meine ich? Also so mit der Flusskreuzfahrt, das ist jetzt dieses Jahr das zweite Mal, letztes Jahr vor, doch letztes Jahr waren wir auch auf der Edelweiß, wo wir das nächste Jahr drauf sein werden. Und das war so eine Dreitagesfahrt von Basel nach an die Weihnachtsmärkte in Breisach. Das war jetzt so eine Kurzreise. Die Frage ist nur, wenn ihr die jetzt die Reise nächstes Jahr wieder macht, Ja. wird das dann wieder dieselbe Strecke sein oder würde Wird man die, wird, ist dieselbe Strecke, genau. Und das Datum steht okay. auch fest. Okay. Das Ja, wäre, wann wäre das? 9. bis 13. November. oh. Uah. Aber kalt. Und?
Ja, Strickt ihr ein paar man muss Schalchen das ja her? auch ganz klar sehen. Also es war ja auch anfangs mal das Thema, ob man das macht um die Weihnachtsmärkte rum. Aber ich finde, das Weihnachten ist die eine Geschichte, ne? Da möchte man sich eben dieser Zeit widmen. Und dazwischen, finde ich, passen wir mehr rein. Also das einfach. Dass man nicht getrieben ist, jetzt den Weihnachtsmarkt zu besuchen und unbedingt, ist ja logisch, wenn da ein Weihnachtsmarkt in Baden-Baden angefahren werden kann. Ich wollte das so haben, dass man so viel Strickzeit wie möglich in diese Schiffsreise einbauen kann, ohne das Gefühl zu haben, ich habe unheimlich viel an Events draußen verpasst, ne? Der eine findet das so gut, ein anderer sagt, mir wäre jetzt aber lieber, ich nur 2 Stunden am Tag, das reicht mir und dann möchte ich ein anderes Programm. Aber wir haben es jetzt eben mal speziell in diese Zeit reingelegt, wo eben gar nicht so viele andere Angebote sind, auch nicht im Sommer, wo man Familienurlaub macht, ne? Also das ist ja dann auch blöd, wenn dann einer sagt, ich bin jetzt auf Strickreise, sondern genau in diese Zeit rein, wo sonst eigentlich nicht so viel los ist. Aber wie gesagt, als Versuch, ja. Richtung Frankreich geht ihr nie oder fährt ihr nie? Aktuell nicht, nein. Okay. Ja. Ja, weil ich sage, es muss natürlich auch immer von der Strecke her geeignet sein. Wie Veronika sagte, ich finde die Strecke jetzt eigentlich sehr spannend, weil wir haben vom ersten Tag schon relativ viel Reisezeit, wo wir halt wirklich Zeit haben. Weil es bringt nichts, wenn wir 4, 5 Stunden fahren, dann sind wir wieder am nächsten Anleger, alle springen davon. Das ist da eigentlich nicht so Sinn und Zweck, finde ich. Wir können es ja so machen, Kilian, dass wir Papier zurechtlegen, damit am Ende der Reise jeder Teilnehmer so seine Wünsche äußern kann oder seine Verbesserungsvorschläge. Sowas ist ja auch ganz, ganz interessant, wenn man jetzt gerade da so am Austesten sind, was man sich so vorstellen könnte. Und Genau, dann so kann man immer noch Feedback. versuchen, ob man das einfließen lassen kann oder ob es eben Dinge sind, die sich nicht umsetzen lassen. Ne? Man kann nicht jeden Wunsch erfüllen, aber manchmal sind es auch solche ja, Anstupser, auf die man vielleicht selbst gar nicht gekommen wäre. Genau, ne, das kann man sicher so umsetzen, so ein Ja, Feedback-Formular. oder wir haben ja auch Zeit zu sprechen, ne? Ihr könnt ja auch Ja. das im Laufe dieser Reise auch Wünsche an mich äußern, dass ihr es euch anders vorgestellt habt oder was man beim nächsten Mal machen könnte. Ich möchte das nicht als, wie gesagt, also deshalb ist ja die Strickreise in Bezug auf meine Person auch einfach günstig. Also diese 100 Euro, die ihr da bezahlen müsst, da gibt es ja noch ein Goodiebag im Wert von 50 Euro. Und das Rest, ich sehe das so eher so als ein Miteinander, ne? Dass man eben einfach auch durchaus das planen kann, wie man das nächstes Jahr anders gestalten könnte. Ich möchte da nicht so dieser Dauersprecher sein, sondern ich stelle mir das eher vor, so wie unser Zoom-Meeting, ne? Ich sage Hallo und ihr spricht. Und wenn ihr Fragen habt an die verschiedensten Techniken, dann kann ich das schon innerhalb meiner Möglichkeiten kann ich euch das zeigen. Und wenn ich da an meine Grenzen stoße, dann kann ich mir auch vielleicht abends noch in YouTube reinziehen. Aber im Normalfall, ich würde sagen, im Bereich Handarbeiten kann ich schon bei sehr vielen Techniken richtig viel, weil ich halt auch schon so alt bin. Und das schon lange. Und Jetzt wird's aber. deshalb kann man mich da auch viel fragen. Na ja, nächstes Jahr gibt es da eine große Party, ne? Bitte? Nächstes Jahr gibt es da eine große Party, ne? Mit dem Alter.
Genau. Nächstes Ja. Jahr runde ich zweimal. Die Was? Marke Wooly Hux wird nächstes Jahr 10 Jahre alt. Das ist Bewusst ganz 30. ein tolles Event, Mal zwei. auf wo ich mir noch irgendwas muss einfallen lassen. Und ich werde 60, ja, genau. Also da habe ich Boah. nächstes Jahr das Nullerjahr. Ja, ich bin da nächstes Jahr auch dran. Ja, ich habe mir es gedacht, wenn du da, dass Sonst wir hätte ich dann die das auch gleich, nicht gewusst. dass wir da Ja, die das gleiche kann gar Jahrgang nicht sind. sein, dass der Jahrgang 1965 nächstes Jahr 60 Jahre alt wird. Das geht gar nicht. Gar Marion, nicht. ich habe in 3 Monaten die 6 am Rücken. Ach, in der Schweiz trägt ihr die dann am Rücken? Ja, Sie fangen früher an. Ja, und also das mich würde halt noch interessieren, gerade mit der Schiffsreise, ist die Strecke denn so beliebt, dass man immer die gleiche Strecke macht? Also ich stelle mir das jetzt nur so vor, wenn ich jetzt an die Strickreise gehe, ich habe die Strickreise jetzt mal gemacht, aber ich würde es jetzt schöner finden, wenn man jetzt die nächste Strickreise wo. Malle an der Route. Ja, aber Dominik, überleg bitte, dass wir ganz am Anfang sind. Wir planen, jetzt hat sie es abgewürgt, das machen wir so bei unangenehmen Fragen. Aber den Daumen hoch. Wir warten jetzt gerade mal, sie kommt sicher noch mal rein, dann sage ich dazu was. Oder Kilian, wenn du dann was sagen möchtest. Jetzt ist sie. Dominik, hörst du uns schon wieder? Ja, jetzt bin ich da. Ich war jetzt Ja. irgendwie weg. Ja, ich habe gesagt, bei unangenehmen Fragen wird man Ja, super, rausgeschmissen. toll. Da, ja, das habe ich mir Nein. schon gedacht. Ne? Ja, nein, ich Nee. bitte dich einfach zu bedenken, dass wir ganz am Anfang stehen. Bitte denk daran, Ja. wir planen jetzt die erste Reise, haben die noch nicht gemacht und trotzdem ist die Vorlaufzeit eben so, dass wir auch für nächstes Jahr schon planen müssen. Man kann nicht erst Ende Oktober, wenn wir zurückkommen, den Zeitplan für nächstes Jahr aufstellen. Deshalb muss Hast man du mich jetzt. jetzt wirklich, hast du mich jetzt wirklich rausgeworfen? Nein. Nee. Nein, Dominik, habe ich du nicht, bist aber doch sonst nicht so empfindlich. Ah, da reagiere ich ganz empfindlich drauf. Also, dass du mir sowas zutraust, kann ich auch empfindlich reagieren. Ja. Nein. Nein, das ist mir schon klar. Darum, ich Ja. sage es ja, es gibt ja, ich meine, ich finde das ja auch toll. Man lernt ja wahrscheinlich auch auf jeder Reise, wo man macht, wieder neue Leute kennen, weil ja nicht so verrückt sind wie ich, wo jedes Jahr an das Gleiche geht. Klar, ist mir schon alles klar. Ja. Verstehe ich. Ja, also das muss einfach reifen. Und auch das finde ich schön an meinem Beruf, dass man eben, obwohl man dann 60 wird, dass man sowas Neues noch kann ausprobieren und einfach sagen, jetzt mache ich mal so was ganz anderes und jetzt probieren wir mal so eine Schiffsreise aus. So ganz, was haben wir denn zu verlieren, ne? Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir keinen Spaß haben. Nee, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Vor allem, wenn die Bar in der Nähe ist. Genau. Das schaue ich Und persönlich. wie sie tönt und nachher trinkt sie nicht mal Genau. Oh, Und ich hab mir extra das Getränkepaket dazu gebucht. Also ich kann trinken ohne Ende, gell? noch Aber so viel. alkoholische Getränke. Das ist mal eine Ansage. Nee, also und für euch, Kilian, ist das natürlich eine ganz andere Geschichte. Bei euch ist natürlich der wirtschaftliche Aspekt, den ihr im Hintergrund haben müsst als Veranstalter, ganz logisch. Wir können hier Flachsöl machen, aber bei euch muss sich halt das Ganze am Ende des Tages rechnen. Und dann könnt ihr sagen, wir bauen diese Geschichte aus oder wir lassen es so, wie es ist, oder wir lassen es wieder auslaufen. Das, ja. Genau, aber ganz ehrlich gesagt, als reich werden tun wir mit den Reisen nicht. Ja, Nein, das. weil das sieht man auch bei den Tagsreisen mit den Preisen. Ja.
Da wird man nicht reich dabei. Ja, das habe ich mir bei der Tagesreise in Basel schon gedacht. Also es ist wirklich toll, was da geboten wird für diesen Preis. Preis-Leistungs-Verhältnis ist echt in Ordnung. Und wir waren, oder Dominik, wir waren überrascht, was alles angeboten war, auch an Essen und Getränke, was da alles mit dem Preis inbegriffen war. Und es war einfach ein schöner Nachmittag. Ja, Ja. Und genau. ja, es ist natürlich immer die Gratwanderung. Ab wann wird man reich oder verdient man was oder ab wann lässt man es ganz bleiben? Das geht ja vielen so, ne? Diese Geschichte. Aber es muss wirtschaftlich sich trotzdem tragen und man muss von seinem Job leben können. Das ist immer das Wichtige. Das Reichwerden ist, ja, da träumen wir alle davon, aber wenn ich kriege ja oft so diese Frage, wie du kannst vom Stricken leben. Und ich sage dann, wenn ich 8 Stunden am Tag arbeite und kann nicht davon leben, dann muss ich was anderes machen. Weil sonst funktioniert ja das Ganze nicht, ne? Wenn man 8 Stunden arbeitet, sollte man davon leben können. Oder man muss umdenken, ja. Genau. Und noch kann ich davon leben und das ist und ich mache es auch noch gern. Also ist ja okay. Reich werde ich dadurch auch nicht, ja. Ja. Wenn mal jemand was hat, wo man schnell reich werden kann, mache ich kann auch meine Telefonnummer. Die hätte ich dann auch gerne. Ja, genau. Aber so ist das, ja. Wollen ja nicht klagen. Kilian, ich habe noch eine Frage wegen Internet. Ja. Auf den Seeschiffen, also auf den Meerschiffen, also ich war noch nie, aber hieß es ja meistens, man soll ja nicht das Internet einschalten, weil das so teuer wird. Ja, auf Wie? der Go also da ist WLAN vorhanden auf dem Schiff. Also normales WLAN. Normales WLAN ist vorhanden auf dem Schiff, ja. Okay, danke. Und da Wegen bekommen auch was? alle den Zugang. Das heißt, Wegen wir was soll können man? den daheimgebliebenen Fotos posten. Genau. Ja, gut. Ja, weil ist ja heute gang und gäbe das WLAN. Ja. Ja, aber auf den Meerschiffen kannst du ja auch, aber dann musst du weiß ich wie zahlen pro Minute oder so. Gut, das sind natürlich dann auch andere Personenanzahl. Also wie viel sind denn auf diesem Schiff etwa? Wenn es komplett ausgebucht sind, sind 200 Personen an Bord. Okay. Und noch mal so viele Angestellte wahrscheinlich. Ne, das sind etwa 40. Was? Was? Naja, Okay. Gut. Flusskreuzfahrtschiffe haben nicht so viel. Die Okay. müssen putzen, die müssen alles machen. Dominik, da musst du Bett selber machen. Nein, muss ich Nein. nicht. Aber selbst der Kapitän, der muss helfen, Koffer tragen. Boah, nee. Ah, ja, stimmt. Ja. Habe ich Echt? auch schon erlebt. Ja. Ja. Aber kochen muss der Kapitän nicht, oder? Okay. Ich wollte gerade fragen, ob ich noch selber kochen müssen. Das wäre Beim Koffertragen kann man ja nichts falsch machen und während man Koffer trägt, fährt ja aufs Schiff nicht, dann hat er ja auch Zeit. Ja, genau. Genau. Wobei in der Zeit könnte er dann schlafen, wenn er nachts durchfährt, ne? Jetzt Er mach muss ja uns nachts keine Angst. Autopilot. Genau. Genau. Gut. Gut. Hat noch jemand eine Frage an den Kilian? Oder Kilian, hast du noch eine Frage an uns? Nee, nee, also ich glaube. Er fragt sich, ob er das überlebt mit Frage mich, ob jetzt morgen das Telefon uns. heiß läuft. Also, Ja, ich habe wenn getraut, mich anzurufen, weil ich ein Gesicht wir. habe. Bitte, Jetzt Babsi? getraue ich mich anzurufen, jetzt habe ich ein Gesicht dazu. Ach so, ja, okay. Genau.
Das, Ja, das das ist Video auch ein von. Grund, dass ich mal gesagt habe, damit ich mal dazukomme. Weil Eine gute Idee, ja. ist sicher immer einfach, wenn man eine Person mal gesehen hat. Es gibt ein Ja. wenig Vertrauen. Also das heißt, Sie selber sind nicht auf dem Schiff. Also, ich selber werde wahrscheinlich nicht dabei sein. Okay. Obwohl ich das Ganze mal gerne machen würde, aber ich habe nebenbei noch ein kleines Geschäft. Und wenn die Mutter abwesend ist, dann muss ich den Laden hüten. Okay. Das heißt, Genau. deine Mutter ist mit auf dem Schiff. Sie kommt definitiv mit, ja. Okay, gut. Und Nicole, sie war in Basel auch dabei. Nicole und Liselotte, die haben sich auch angemeldet. Oh, Nicole. Okay. Nicole? Also die Mutter, die kenne ich, die Roswitha, ne? Ja, das ist meine Mutter. Nicole ist ein Gast dann. Nicole Ah, und okay. Liselotte Matte. Die waren in Basel auf dem Schiff. Ah, okay. Da Die lernen wir war. dann auch noch mal kennen. Man kann sich ja die Gesichter nicht alle merken, ne? Ja, Von das stimmt. Basel, ja. So Ja. viele Ich Gesichter schon jeden gar Tag. nicht. Genau. Gut. Jetzt habe ich mich schon zum dritten Mal verstrickt. Mensch, jetzt machen wir noch mal auf, Mann. So, ich bin nicht schuld. Dominik, soll ich dich noch mal rauskicken? Noch Ja, mach. mal. Ich hoffe, ich habe mich nicht verstrickt. Oh. Dominik, dann sage ich mal an, ich will dir noch was sagen, ne, damit du dann wieder was Einfaches nimmst zum Stricken. Hui. So schlimm ist das, was du sagen willst. Nee, wir hatten uns ja mal einig, dass ich ansage, wenn ich was sage, damit sie Okay. was Einfaches nehmen kann. Also noch ganz kurz, also Kilian, wenn du weiterhin da bleiben möchtest, sehr gerne. Ansonsten fand ich das jetzt echt toll, dass du dir die Zeit genommen hast, direkt mal bei uns vorbeizuschauen. Das Video von heute Abend lade ich ja immer versetzt hoch, ne? Also du musst Ja. morgen früh nicht um 6 am Telefon hängen. Ah, nee. Aber was mal noch spannend wäre zu wissen, wie viele Tage wären dann allenfalls interessant für eine Mehrtagesreise? Ja, Eine eine Woche? Woche. Eine Woche. Ja. Oder 5 Tage? Na nee, eine Woche muss schon Nein, sein. eine Woche, das lohnt sich dann wenigstens zu packen. Ich bin Eben. Anfänger. Ja. Also bis 7 Tage. Ja. Ja. Gut. Wenn ich schon nach Basel fahre, muss es sich auch lohnen. Ja. Ja, weil das ist auch immer so ein Knackpunkt. Was ist den Leuten zu lange? So 3, 4 Tage ist bei vielen okay. Und alles, was dann darüber ist, ist bei einigen eben schon wieder zu lange. Ja, Aber bis. bin ich jetzt auch überrascht, dass ihr euch das noch länger wünschen würdet. Ja, hätte ich auch so jetzt nicht gedacht. Ja. Ja, ich Ja. definitiv auch nicht. Ja. Wenn man von weiter her kommt, lohnt es sich eher. Ja, Ja. ja. Mehr Tage, ne? Ja, Wenn du und auch wenn du wirklich nah dran wohnst, kannst du auch eine kurze Reise machen. Das ist dann nicht so schlimm. Aber wenn du so eine weite Strecke fährst, dann muss es sich schon lohnen. Ja, und vor allem wir kommen natürlich auch immer mehr so in den Aspekt, gönn dir mal was, ne? Auch dir für dich alleine so. Das müssen gerade Frauen in unserem Alter oft auch noch üben, ne? Was jetzt so, genau. was die Jugend oder die nächste Generation so völlig selbstverständlich macht. Da haben wir noch oft so eine innere Hürde. Also, und dass man einfach sagt, so, ich gönne mir das jetzt mal eine Woche hier, ohne dass mich ein Arzt krank schreibt oder in die Reha schickt, gönne ich mir mal das Haus zu verlassen. Das ist noch nicht so in allen drin. Also, Wie aber lange ist vielleicht, die Reise jetzt? bitte? Wie lange ist die Reise jetzt? Im Jetzt sind Oktober? es 4 Nächte. So blöde 4 Tage.
Ja. Das Vier ist, Nächte ist sie. da hat man sich so schön an das Schiff gewöhnt, dann muss man schon wieder verlassen. Das ist dann, ja, darum finde ich eine Woche immer so, ja, finde ich schon. Ja, und es ist auch, man muss ja auch packen, egal ob Schiff oder was auch immer. Und für 2, 3 Tage das alles packen und wieder auspacken ist fast anstrengender als die Reise oder geht länger als die Reise. Stelle euch mal die Wollberge vor, die man Ja. mitnehmen muss, wenn man eine ganze Woche stricken kann. Also ich hoffe dann, dass du eine Reserve mitnimmst, falls es zu schnell geht. Ja, ich nehme eine Reserve mit, definitiv, natürlich. Also ihr Und schickt außerdem, mich jetzt hier gerade Koffer so an, da muss ich ja doch noch hoch. an. Weil wir Ja. haben ja auch keine Kofferbegrenzung. Du kannst ja 3 Koffer mitnehmen, dann hast du 2 Koffer Wolle und einen Koffer zum. Leben. So will ich das so aussehen, ja. 8 Quadratmeter hat die Kabine, ne? Ja, das macht nichts. Für jeden Raum Info. habt ihr auch noch Platz. Bei mir muss ja nur das Bett frei sein. Also alles rum, ich muss ja nur schlafen da drin. Alles andere findet ja auf dem Schiff statt. Also Aber da. ich denke, du nimmst deinen Mann mit. Der braucht da auch ein bisschen Platz, oder? Ja, der kriegt ein bisschen Platz. Die Wolle und das Kopfkissen. Genau. Ich glaube, die nächste Reise geht von Wollgeschäft zu Wollgeschäft. Genau. Nach Eckernförde. Nee, Oh aber so ein ja. Hersteller wäre mal interessant. Ja, also ich bin noch auf der Suche nach, vielleicht hört uns auch jemand zu, nach so mobilen, es gibt mobile Wollautos, ne, die auch unterwegs sind, ob vielleicht an am Hafen jemand mal auf uns wartet. Da bin ich aber noch am Organisieren. Ich wollte auch erstmal so ein bisschen die Rückmeldung vom Kilian haben. Hätten sich jetzt hier nur 4 Leute angemeldet, hätte man das nicht brauchen. Aber so wie es jetzt aussieht, wäre man vermutlich auf 20 Teilnehmer kommen, Kilian, oder? Na, davon gehe ich aus, ja. Genau. Und dann kann man da eher mal jemand anfragen, ob er sich die Mühe macht, da ein paar Kilometer anzureisen. Ach, Ja. übrigens wollte ich das noch erwähnen, wäre es ja auch mal schön, wenn vielleicht ein Mann dabei wäre, der strickt. Also es müssen ja nicht nur Frauen sein, sondern es können ja auch Männer dran teilnehmen, ne? Aber darf er auch Ah. häkeln statt nur stricken? Danke, Ja, Papa. können auch häkeln, alles. Genau das Nähsilber habe ich gedacht, René. Also Also. René, nur mit einer Tagestour wird das nichts. Ja. Kannst du schon direkt Urlaub planen? Aber weißt du, René, du kannst doch an deinem Ort zusteigen und du fährst dann einfach mit runter nach Basel und dann fährst du halt wieder hoch. Macht total Sinn. Genau. Ja, gell? Das plant die Dominik auch außerhalb der Schiffsgesellschaft. Ja. Das sagt sie einfach mal so. Ja. Nee. Also der René kann sich ja schon mal vortasten und mal stundenweise sich das Ganze anschauen, ob man sich das antun möchte. Das Ja, gegangen. ich glaube, also er hat sich schon überlegt. in meinen Augen befindet ihr euch da auf einem Traumschiff. Also alleine Schiffsreisen, ich liebe Schiffsreisen. Und wenn man das noch kombiniert mit tollen Leuten und seinem liebsten Hobby, kann doch gar nichts mehr schiefgehen. Denke Ja, ich auch. eben. Wow. Der einzige Ja. Grund, warum ich nicht mitkomme, ist tatsächlich, die Streckenführung macht für mich jetzt nicht unbedingt Sinn, weil ich müsste tatsächlich nach Basel anreisen, dann von Basel wieder zurückreisen und zwischendrin wäre ich dann in meiner Heimatstadt. Also das ist schon zudem natürlich, was Monika ja auch schon sagte, ist meine Jahresurlaubsplanung schon lange abgeschlossen. Also das findet ja dann schon im vorangegangenen Jahr statt und insofern ja, wäre gerne auch dabei gewesen. Aber ihr macht da was ganz Tolles. Kann ich nur verwerben. Also den René haben wir doch gut eingekauft, Kilian, oder? Um hier Werbung zu machen. Genau. Ich hoffe, er hat sich das Datum von nächstes Jahr auch schon aufgeschrieben. Da war er noch nicht da, der weiß Gott noch nicht.
Also nächstes Jahr ist der 9. bis 13. November, René. Ja, genau. Ah, okay. Ich habe es mir notiert, weil ich für dieses Jahr kann ich nicht mehr, aber nächstes Jahr werde ich schauen. Ah, ja, weil das war mir jetzt schon auch wichtig, damit man das Daten dann auch irgendwann rausgibt, weil wenn man angestellt ist, ja, die ganzen Urlaubplanung, damit man das eingeben kann. Genau. Aber Monika, du hast ja mitbekommen, wie man es sonst macht. Habe ich was verpasst? Ja, wegen Arztzeugnis. Ja, mein Problem ist, Dann wir machen wir einen sind. Schnitt, dann machen wir keine Empfehlungen dazu. Nein, wir sind leider unterbesetzt und Ja, ja. ja. Gut. Ich muss mehr Okay. arbeiten, als ich will. Gut, dann nochmal, Kilian, du kannst gerne da bleiben. Ansonsten können wir ja auch, wenn sich Fragen nochmal auftun, entweder schreibe ich dir eine Mail oder man kann das einfach auch direkt klären, ne? Die Genau. Telefonnummer wird wieder unter dem Video verlinkt sein, wo man sich direkt melden kann. Also so persönliche Geschichten kann man dann, Wünsche kann man dann direkt dort auch klären. Ja, richtig, genau, weil wir haben jetzt dieses Jahr schon einen Spezialfall dabei, musste ich auch erst abklären, aber haben wir jetzt auch hinbekommen, damit auch die Person mit da kann. Was heißt Spezialfall? Könntest du Nee, mir das? Spezialfälle tun wir öffentlich hier nicht, ne? Weil Aha, ja, der das ist machen wir rausgekriegt. hier Ja, nicht. Also ich habe jetzt einfach gedacht, nicht den Namen, aber um was es geht, ja, das kann Spezialfall. man sich ja dann nachher auf der Schiffsreise vielleicht zusammen denken. Das möchte man, machen wir jetzt hier nicht. Genau. Verstehst du? Babsi, ich hoffe, du kannst das verstehen. Ja, Babsi wird jetzt nicht rausgeschmissen. Ich wurde rausgeschmissen, gell? Es geht einfach um den Schutz. Gut, alles klar. Dann, Kilian, Gut, Dankeschön. ja, gern Und geschehen. vielleicht sehen wir uns mal nochmal oder Genau. eben bei Fragen wendet ihr euch direkt dahin. Ja, das Ja, ist das doch ist doch perfekt perfekt. so. Genau, gut. Gut, Gut, dann dann noch viel Spaß zusammen. Dankeschön. Ja, also, Tschüss. tschüss, Danke. merci. Tschüss, merci. So, Andrea, du hast schon angekündigt, du hast noch was an die Dominik zu sagen. Nee, Dominik sollte jetzt, wenn sie intensiv zuhören will, vielleicht ihr Strickzeug wieder tauschen in die Ich einfachere habe es zur Variante. Seite gelegt. Bin ganz Ohr. Als allererstes, ich habe es ja heute bestellt. Ich Was? denke mal, die Mhm. Tassen habe ich Was? bestellt heute. Ich denke René mal. hat sie noch nicht gesehen, glaube ich, oder? Ja, doch, er hat es im Video gesehen, er hatte mich angeschrieben. Ah, okay. Oh. Er hat es im Nachgang gesehen Hey, und Mensch. ja. Die könnten wir auf die Schiffsreise mitnehmen. Ja. Die werden ja wohl Verstehst Tassen haben. du musst mir nur noch was Mhm. adressmäßig abklären und schicken. Ne? Also dann. Weiß. Jo. Das als erstes. Dann Eveline, meine Mail ist bei dir angekommen. Evelyn? Ja, danke. Ja, Ja, danke. sehr Ich schön. habe auch schon geantwortet mit Dankeschön. Ah, okay, ich habe noch nicht reingeguckt. Okay, Okay, cool. na, das war eine Stunde vor dem Meeting. Oh, ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast. Ich bin auch schon fertig mit dem April. Nee, habe ich Wow. noch nicht gesehen. Moin. Das ist nicht, das ist der März. Oh. Sorry. Dann nehmen wir das. Nee, Das stopp, ist der aber auch nicht April ist ja der aktuell. Nein, Regenbogen. Jänner, Februar, März habe ich fertig. Ja, Okay. okay. Ja, nee, den April habe ich dir ja geschickt. Ja, genau. Okay. Seid ihr schnell? Der ist doch gerade am Donnerstag erst im letzten Newsletter gewesen, der April. Der hat schon wieder verschickt und alles. Ich zeige euch jetzt erst nochmal. So, das ist der Wow, ist Original. der richtig. Das ist der Originale. So. Das
Ich habe es heute Aber das ausgedruckt. ist die Schiebwolle, oder? Das ist die Schieb, ja. Ich habe Ja. die Schieb. So. Nein. Und du hast es schon am Januar mit dran? Ich habe es schon mit dran. Da könnt ihr auch mal sehen, dass diese Sternchen. Ich habe es gleich mit dran ge gestrickt. Dass die Sternchen jetzt hier, die kommen hier hoch und machen hier so einen Bogen und gehen da rum. Da sieht man es mal hier so wie. Ich halte es mal so rum, da sieht man es. Dass die so einen Bogen machen, die Sternchen kommen von ganz unten, gehen durch den Stern durch und dann gehen sie hier oben durch. So gibt es dann so eine Sternchenlinie. Richtig toll, richtig toll gemacht ist das. Doch. Freut mich. Ja. Und ich habe noch was, damit der Pascal nicht mehr so traurig ist, weil er so viel rippeln musste. Ich habe aus seinen. Das ist handgefärbte Wolle von Pascal. Das ist die Baumwolle. Und die habe ich zu einem kleinen Kinderpulli verhäkelt. Könnt halt so mal ein bisschen dichter ran. Oben ist so ein ganz kleines, enges Muschelmuster und unten halt ganz gerade. So, jetzt ist er fertig. Ich hatte ihn schon mal angehäkelt gezeigt. So. Süß. Jo. Denn meine kleine, nicht, weil meine kleine Enkelin wird morgen 2 und da kriegt die das zum Geburtstag geschenkt. Schön. Wie schön. So. Trägt sie auch, wenn es nur Baumwolle ist, ne? Ja. Sie hat schon einen aus Baumwolle, den trägt sie. Und jetzt kriegt sie den zweiten. Jo. Sehr schön. Wie lautet dem Pascal seine Adresse von Das seiner ist Seite? Wollparadiso. Da hat er das drauf. Okay, vielen Dank. Hat die Silvia das jetzt schon von innen gezeigt? Ach, dann zeige ich. Nein. Ich Oh. drehe es nochmal rum. Jawohl, jawohl. So. Das Muschelmuster ist von innen, sieht von innen so aus. Also auch nicht viel anders, aber unten sieht es halt einfacher aus. So, das ist jetzt die Innenseite. Ist beim Häkeln nicht so markant anders, ne? Nein, doch, hier unten schon, weil ich ja hier so halbe. Habe ich ja so halbe Stäbchen in Spiralen gemacht und habe immer nur hinten eingestochen. Da habe ich vorne hier so eine Rippe und die ist halt innen nicht. Also einen kleinen Unterschied gibt es schon, aber mehr auch nicht. Ich Hab habe ja vorhin. euch, Du ja, strickst sie, gell? Du strickst den Pascal seine Wolle, gell? ich verstricke Ja. jetzt den Pascal Wolle. Ja. Muschel, Wellenmuster auch von der Veronika, das ist die Anleitung. So, Pascal, jetzt bist du nicht mehr traurig, gell? Doch, innerlich immer noch. Oh. Oh. War die Andrea überhaupt schon fertig? Nö. Dann weitermachen. Ich habe probiert, ups, so mal so eine Tasche zu machen, halt hier, so ein. Mit einem Reißverschluss mal so ein bisschen was ranhäkeln. Schön. Habe ich jetzt ein paar Restknäuelchens drin. Das habe ich mal probiert, funktioniert gut, kann man machen. Hast Dann du das habe direkt ich, vom Reißverschluss ja, angehäkelt, vom durch den Reißverschluss aus? mit einer kleinen Genau. Nadel durchgestochen. Und dann eine Runde und dann die größere genommen und dann. Sehr schön. Funktioniert ganz gut. Schön. Auch eine gute Idee. Ja. Ja. Dann habe ich an meiner Decke weiter gehäkelt. Also ich habe mir überlegt, es wird dann doch kein Überwurf für mein Sofa. Es ist schon vergeben. Also, wenn es dann fertig ist, will es schon jemand haben. Gut. Dann Und wie bin war ich, das weiß mit für sich selber was machen? ja, ja, habe Wie ich, habe groß ich, muss die habe ich, Decke habe denn ich. werden? Andrea, wie groß muss sie werden, die Nee, Decke? so breit soll sie nur sein. Und dann, ja, vielleicht 1,50 oder so. Also die Breite und dann mal 1,50 vielleicht. Und wie wird sie 1,20. dann eingesetzt? Es will jemand haben zur Abdeckung eines Autorücksitzes.
Ah. Oben. Wahrscheinlich Okay. bekleckert oder so, keine Ahnung. Okay. Ja, dafür ist echt eine gute Breite, ja. Ja. René, ich weiß nicht, ob du letztes Video vom letzten Mal geguckt hast. Ich hatte ein Häkeltuch extra nochmal gehäkelt für dich, dir Ach, zu cool. zeigen. Du bist auch schon wieder weg. Ich hatte dein tunesisch gehegtes Muster gesehen und muss sagen, ich bin ja fast vom Stuhl gerutscht, weil ich mir dachte, das gibt's doch gar nicht. Die muss ja irgendwo vom Wollhimmel gefallen sein. Wie kann man denn innerhalb von Tagen, das ist ja, ich meine, tunesisch häkeln ist ja schon mal, ja, ist ja nicht mal eben so gemacht. Und das, was du machst, das ist ja tunesisch häkeln, next level, gleich hier mit einem Blumenmuster um die Ecke kommen. Also ich war platt, ich dachte, das ist fassbar, ja. Und deshalb bin ich auch gleich aus verschiedenen Gründen dankbar, dass du das ja fast schon so beiläufig in die Kamera gehalten hast, weil ich könnte mir das auch super gut für eine Jacke vorstellen, ne? Links Vorderseite in dem Muschelmuster oder Blütenmuster und eben die Ärmel und das Rückenteil im Grundstich. Also wäre super, ne? Stimmt. Wunderschön. Klasse. Das heißt, nächste Woche gibt es eine Jacke von Andrea. Nein, 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 auf Ja. Garantie. Doch, Garantie bringst du doch nicht nicht. unter Druck. Genau, danke. Und dann Warum unter bist Druck du nicht jetzt arbeiten, der so? negativen Druck. Das geht gar nicht. Und Genau. warum bist du jetzt so rot, Andrea? Bin rot? Echt? Also, Ja, es ein ist ja alles. Knallrot. Es ist ja alles kein negativer Druck. Das war ja alles so positiv. Wir sind ja von Anfang an begeistert. Ich frage mich nur, wenn du jetzt so alle Grundtechniken durch hast, wo jetzt die Reise mit dir hingeht, ne? Wo, ja, es Naja, ist. Veronika, ne? Ich habe Platz in meinem Fach. Aber technisch bist du ja schon. Hast schon fast Naja, alles jetzt, dann durch? wird in Masse produziert. Wenn die Technik funktioniert, geht es in die Masse. Okay. Was ist denn eigentlich aus den Schüsseln geworden? drauf gewartet. Also. Ich habe mein Epoxidharz in den Keller gepackt. Die Marion Kemper ist ja Google-Finder schlechthin. Die hat mir einen Link geschickt, dass es auf Etsy Epoxidharzformen gibt zum Bestellen. Und da kann man sich quasi eine Wollschale oder könnte man sich eine Schale gießen. Jetzt hatte ich mir das anders vorgestellt, weil ich muss ja mein Strickstück da reinbringen. Und es ist mir auch etwas zu klein noch. Also nach wie vor stehen die noch da. Aber ihr wisst schon, dass Messe und Ostern war, ne? Zu Ostern kamen noch zwei Geburtstage von meinem Mann und meiner Tochter am 28. Und es war einfach nur, ich habe, wenn wir hatten vier Übernachtungsgäste. Dann räume ich alles aus dem Gästezimmer, was ich sonst wie so eine Krake da immer an Kartons und allem drunter steht. Schiebe ich dann alles ins Büro, das heißt, da kommt man dann eigentlich gar nicht mehr rein. Und ich bin jetzt wieder so weit, dass man hier gehen kann. Aber die Schüsseln, die standen seit dem letzten Zoom-Meeting, standen die noch an der gleichen Stelle. Und das habe ich aber gleich bestellt, Mario. Und ich werde es also mal ausprobieren. Ob man da so ein Makramee-Schale reinbekommt. Also, als ich die gesehen habe, das war ja nur ein Beispiel, hatte ich aber auch eher daran gedacht, dass man wirklich mit so einem kleinen Spitzendeckchen arbeiten müsste. Also Ja. so einem Filetgarn eher Ja. was machen müsste, Auch von eine der Dicke her. Möglichkeit, ja.
Ja, das Weil es, also das Deckchen an sich braucht ja keine Standfestigkeit, weil das kriegt es ja durch nee. das Harz, ne? Ist, da hat, ja, an dem liegt es nicht. Ey, Und aber das kann ich mir also gut vorstellen mit so einem Filet-Häkelgarn, so ein Schüsselchen dazu machen. Ja. Weil ich hatte schon gedacht, dass dieses Makramee-Garn im Endeffekt zu dick sein wird, ne? Ja, hier hat es reingepasst mit dem Ja. Unterschied, ne? So. Da dazwischen hätte es ja sollen stattfinden. Ja. Ja. Ich sage dazu jetzt nichts. Ich warte auf dein Ergebnis. Ja. Ja. Das Andrea, wollen ja hol nicht doch wieder deins mal hier. wieder hoch aus dem Keller. Wir wollen ja, das soll nicht das Problem sein. Also, ne? Ich überlege mir schon mal die Ausrede für nächste Woche, warum es immer noch nicht ausprobiert. Aber hier, was ist denn, wie heißt sie denn? Monique, ist sie heute da? Ich muss mal gucken. Die Freundin, oh, die Frau macht doch hier, Jacqueline, ne? Nee, Jacqueline ist es nicht. Ulrike, meinst du? Ulrike, genau. Die Freundin von Ulrike macht doch viel mit Epoxid. Ja, die Ulrike hat mir eine Mail geschrieben, dass die Freundin gerade, also dass sie nicht dazu kommt, um das auszuprobieren. Ach so, okay. Ja. Naja, mach du erstmal deinen Test Ja, und ich möchte schon selbst auch ja, alles ausprobieren. in Du Ordnung. hattest ja angeboten, dass ich dir Teile schicke, aber ich möchte erstmal meine Erfahrungen sammeln Alles gut. und dann mal gucken, ja. Reiß Was mich noch nicht. machbar ist. Also ich dränge mich da nicht auf. Also. Ich hab ja noch nicht mal die Schale gestrickt. Wie gesagt, es ist also arbeitstechnisch ist vor der Messe und nach der Messe einfach Hochsaison hier. Nächstes Jahr ist die Messe Anfang März. Da waren ganz viele drüber entsetzt, dass das so ist. Ich habe mich gefreut, dass es mal weg von diesen Geburtstagen und vom Osterfest ist, weil das so nahtlos mit übergeht. Ja. Dass die Gäste zu Ostern kommen und der Messekoffer ist noch nicht ausgepackt. Das ist einfach immer doof. Ja. Ja, gut. René, vielen Dank für die schönen Worte. Es ging runter wie Öl. Ja, es ist ja auch noch, kannst ja immer nur wieder sagen, du bist einfach ein Naturtalent. Ja, dafür versage ich in anderen Lebenslagen, siehst du. Na ja, Irgendwas nein. Positives muss man ja haben. Ja. Nee. Dann habe ich Socken gestrickt. Und zwar Größe 45, 44, 45. Wow. Ja, das ist ein Ding. Die passen perfekt. Also ich habe erst einen anprobieren lassen, bevor ich den zweiten angefangen habe, ob sie passen. Und ich bin mir nicht sicher, das ist Wolle von dir, oder? Also die ist anders gewickelt jetzt hier. Ich habe sie mit den Wollwickler. Sieht aus wie die, Socks. ja, ne? Aber ich habe die zweite Socke und ich habe noch so viel Garn übrig. Ja, du hast einen ganz kurzen Schaft. Ja. Ach so. Ja, Ja. weil ich nicht wusste, in der Größe dachte ich Ja. mir, machst du mal weniger. Aber hier kam auch noch kein, hier war kein Trennfaden drinnen, ne? Doch, müsste drin sein. Aber den habe ich noch nicht Aber verstrickt, oder? Haltet die Socke noch mal hoch? Hat die wirklich? Ist es die Okay. Pain Socks? Nee. Nee. Nicht bei. Was sagst du, Marianne? Ist keine Pain Socks, denke ich. Nee. Nee. Doch, könnte sein. Schaut mal Bin das mir. Knäuel hier an. Könnte da wirklich hinhauen. Ja. Ne? Ja. Also bei Andrea sieht man so ganz schwach diese grauen Streifen noch. Ja, hast du von der Spitze angefangen? Nein, nein, vom Schaft. Von der Spitze Okay. anfangen kann ich nicht. Doch, das Noch kannst du nicht. auch. Noch nicht. Noch Noch nicht. Die Technik hebe ich mir auf für ganz zum Schluss. Ja.
Wenn du von der Spitze anfängst, hättest du bei diesen, gerade bei solchen großen Socken, den Vorteil, dass du beim Teilungsfaden dann eben weißt, hier ist das Ende, ne? Und dann hast du alles Material verbraucht und die Socke, den Schaft auch lange genug. Es heißt jetzt nicht, dass deine Socke einen zu kurzen Schaft hat, aber Nee, hat sie wenn der nicht. Wunsch nach einem höheren wäre, könntest du dann genau die 50 Gramm dran stricken, ne? Nee, die ist ideal. Also Ja, ist mein dann. Vater hat die an, soll die kriegen, ne? Und für den habe ich so noch keine gestrickt in der Größe. Immer jetzt nur für meinen Mann, der trägt die jetzt auch immer alle schön. Und habe ich gesagt, hier probier die erst, bevor ich die zweite anfange, weil es ne, ist ja nun doch Arbeit und so und überhaupt. Und hat er Ja. probiert, perfekt, super. So Also die zweite 45er anfangen. Socke sind ja doch 2 Tage So. Arbeit für die Andrea. Der Rest. Also die habe ich an einem Tag hier gestrickt hier. Nee. Wahnsinn. Ist das normal oder? Nee. Aber da habe ich den Tag auch nichts anderes gemacht. Da bin ich im Sofa auf dem Sessel sitzen geblieben, habe Netflix angehauen und mein Mann hat mir Tee und Kaffee gebracht und so. Und ich Hey, dachte, jetzt sieht das Ganze schon mal anders aus. ja. Also, man sagt so für eine Socke ungefähr 5 Stunden mit langem Schaft. Echt? Okay. Na, Da brauche ich bitte? aber auch. Ja. Größe 45. Aber sicher erst ab dem 10. oder 20. Paar, ne? Ja. Das braucht man ja bei Andrea nicht zu rechnen. Die Wie geht ja viel habe ich sofort denn als jetzt schon Profi gemacht? daran. Eins, Ja, zwei, also bei drei. Größe 4,45 mit dem kurzen Schaft könnt's hinkommen, ja. Dann, ja. 5 Stunden. Okay. Rechnet man so, wenn es geht ja auch immer mal drum, was kann man für eine Socke verlangen, ne? Und dass einem bewusst ist, dass da 10 Stunden Arbeit drin stecken in einem erwachsenen Paar Socken. Ja. Und Ja, und dann habe ich auch noch was für mich gemacht. zeig. Ein Puppenbier. Da ist er. Oh. Da ist ein Und da ist ein kleiner Teddy. Teddybär, ein kleiner Teddybär. Mit Die Fliege. werden Oh, wunderschön. Mit schön. Schleife. Schön. Fliege, das Mit ist Halsband. Und Herzpopo. süß. Ja. Und weißt du, die Nase sitzt gerade und die Augen schielt er Mhm. nicht und es wird immer besser. Ich habe jetzt auch diese 20 cm Nadeln, die pieke ich dann hier oben rein Ja, und dann genau. fixiere ich das. Das hat mir, glaube ich, die Heide hat mir das mal gesagt, dass man das so schön machen Ja, kann. kann man, ja. Ja, Ja. was fixierst du damit, mit dieser langen Nadel? Na, den Kopf, wenn ich den Kopf annähe. Weil wenn Ja. du den an einem Faden hast, dann wackelt der ja wie. Und dann kann es das sein, dass er so wie bei meiner Kuh, meine erste Kuh, dann total schief ist. Du Ich kannst ja habe noch noch einen Häkel, ne? rein, Ja, die genau. Nadel rein, Ja. aber ohne zu sie zu gebrauchen, nur zum Stützen im Ja, Grunde. ja, 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 ja. Aber Und du, dann. wieso hältst du den Kopf nicht gleich mit dran an Ja, einem eben. Stück? Ja, das ist noch besser. Weil das Video das nicht so gezeigt Ja. hat und ich ja Wie keine. willst du den Ich. denn auch stopfen, wenn du den Kopf gleich mit dran machst? Wie soll denn der gestopft werden, wenn da nichts offen ist? Na, bevor ich ihn hier oben zumache. Na, bevor Nee, ich. der zu. Ja, aber da passt er doch. Da kannst du ja gar nicht in die Füße schieben. Das Nee, machst du aber nur mehr vor dran zu. halten und stopfen. Du stopfst immer vor zu und immer weiter, wie du häkelst, stopfst du immer mehr Ach aus und dann so, kommt er genau. Ja, okay. oben, ja. Okay. Ja. Okay. Ja. Magst du das bei deinen Hasen nicht so, Heide? Nee. Weil Nee. die haben Öffnungen an den Armen und an den Beinen und am Po und am Kopf. Und die werde erst, mache ich die fix und fertig. Die sind praktisch wie so eine schlaffe Socke und dann werden die erst gestopft. Weil wenn da so ein Gewicht dran ist, geht das nicht. Und da sind Naja, genug aber Öffnungen. also bei dem großen, bei dem großen Hasen musst du ja auch erst die Füßchen da unten machen und dann häkelst du das quasi wieder dran und dann tust du eins nach dem anderen ausfüllen. Die Arme sind ja auch extra gehäkelt, sind aber dann nachher dran gehäkelt. Und du stopfst den Arm, da hast du ja dann die Öffnung noch.
Da kannst du dann alles ausstopfen. Also ja, ja. Jeder so macht. War ich das Kleinen also auch so. Ich hätte dann immer so ein Motz-Ding da mit mir zu drehen und ich mache ja immer noch Granulat in die Füße, also die sind ja massig schwer ja. dann bei mir. Mhm. Ja, ja. Und der Po, der kriegt halt ja dann auch nochmal Gewicht. Ne? Ja. Und ja. Die Magnete kommen da noch rein, das kann ich gar nicht, weil hast ein Magnet dauernd irgendwo kleben. Also Magnete habe ich mir auch schon gekauft. Die habe ich aber schon vom Epoxidharz her, die Magnete, weil ich habe ja Türmagnete gemacht aus Epoxid. Und da hatte ich die schon. Aber ich wusste halt nicht, wie ich sie hier. Ich wollte sie einfach nur in die Watte reinstopfen. Und dann habe ich gedacht, Mensch, ob das dann hält, ich weiß auch nicht. Aber das mit der Feinstrumpfsocke ist ja schon mal nicht schlecht. Okay. Da verrutschen sie auch nicht, ne? Weil wenn du sie jetzt nur so lose reinsteckst in den Arm mit der Watte, dann rutschen die dann überall hin und so kannst du sie schon ein bisschen fixieren. Weil du kannst sie ja nicht annähen, ne, die Magnete. Und mit der Socke geht das schon besser dann. Und ja, es darf auch nicht zu viel dazwischen sein, sonst kriegst du so einen dicken Magnet hast du nicht, dass die sich dann auch greifen. Ja, dass es dann auch noch funktioniert. Mhm. Ja. Also es gibt bei supermagnete.com gibt es extra einen Magnet, der ist vielleicht 2 cm Durchmesser. Ja, die sind aber ganz dünne, ja. Ich habe mir den probeweise geschickt zum Probieren. Das kannst du mitten in ein Stecknadelkissen legen. Der frisst alles, was magnetisch ist, rundherum. Aber ich habe den nicht mehr ohne männliche Hilfe und Werkzeug vom Kühlschrank weggebracht. Ja. Okay. Ja, okay, aber da kannst das du ist unterwegs ja alles einsammeln mit dem Stoff. Ja. Das ist ja so eine Sache, diese Tiere, die ich übers Jahr häkele, die möchte ich ja an eine Kinderstation geben, vom Helios Klinikum. Ne? Also, und zu Weihnachten. Also ich hoffe, dass ich noch viele machen kann, dass sich das dann richtig ordentlich lohnt. Und mit so starken Magneten, du weißt nicht, was die Kinder haben. Ja, und, ja, ja, genau. Ja. Würde ich auch gar nicht machen. Und, also das, oder auch vielleicht die Eltern, vielleicht hat einer einen Herzschrittmacher oder sowas. Das ist dann immer ein bisschen günstig. Eine total liebe Geste, genauso lieb wie das Gesicht von deinem Bärchen. Richtig, richtig schön. Nicht süße Worte. Gefällt mir auch. Haben die auch Namen? Haben die Namen? Ah, nicht. Er hier noch nicht, nein. Okay. Die anderen haben, der mal so Helmut ist mein Hund. Mhm. Und mhm. dann kommt meine Kuh. Wie habe ich den genannt? Also ich weiß, dass das Mädchen Luisa heißt. Wie habe ich ihn den Jungen genannt? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, du solltest dir das mal aufschreiben, damit du die Namen von deinen Kindern merken kannst. Ich mach ein Schildchen. Schildchen drum. Ist ja auch egal, die gehen ja eh weg. Also ich gebe hier sowieso dann alle ab. Die kriegen dann alle neue Namen, ne? Genau. Ja. Das ist dann vollkommen egal. Also ich hoffe, dass ich eine richtig ordentliche Kiste oder schon so einen richtig schönen großen Sack voll kriege. Und dann gebe ich die auf die Kinderstation. Oder vielleicht nach Frankfurt ins Kinderhospiz. Mal sehen. Das weiß ich noch nicht. Oder ich teile es auf, je nachdem, wie viele es sind. Schön. Wir sammeln immer bitte? Auf dem Campingplatz, auf dem Dauercampingplatz, wo ich am Sorpesee stehe. Da wird immer für ein Kinderhospiz sammeln wir da immer. Balthasar. Ich weiß aber nicht genau, wo es ist. Ja, also ich habe ja so einen Hospizkurs mitgemacht damals und da also in der Ausbildung als Sterbebegleiter und da waren wir in einem Kinderhospiz und da habe ich dann beschlossen, dass ich das nicht kann. Ja, das also ist bei erwachsenen, fremden Menschen ja, aber bei Kindern kann ich es nicht. Ja. Das schaffe ich nicht. Das könnte ich auch nicht. Ja. Also beides nicht, sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern. Nee, doch, bei Erwachsenen schaffe ich das. Also das fängt mir ab und zu mal an und dann
wenn dann einer in meiner Umgebung, wo dann die Familie jemanden von einer Hospizbegleitung möchte, ne, dann sitze ich da schon mal eine ganze Nacht und halte Händchen und mache Mundpflege und so. Doch, das kann ich. Aber bei Kindern schaffe ich es nicht. Da weine ich immer mit. Ja, so, doofe Thema jetzt hier. Nee, das gehört auch zum Leben. Also das ist, meine Tochter arbeitet in einem Kinderhospiz Oh. als Physiotherapeutin und das gehört zum Leben dazu. Es muss ja auch Menschen geben, die das machen und die das schaffen. Und deshalb ist es ganz toll, wenn man das macht, sowohl im Erwachsenen- als auch im Kinderbereich. Es gehört einfach mit dazu. Und um hier auch wirklich nochmal den Bogen zum Handarbeiten zu bekommen, ich habe gerade heute einen Podcast angehört von einer Dame, die ein Buch geschrieben hat aus Dänemark über was das Stricken und Handarbeiten allgemein mit der Seele macht, ne? Mit der Psyche, wie gut es in schweren Stunden helfen kann. Dass auch in solchen Phasen es gut ist, wenn die Hände was zu tun haben, ne? Wenn man da sitzt und begleitet, sind die Stunden ja manchmal ewig. Und wenn man dann ein bisschen was machen kann, kann man da auch seine Gedanken reinfließen lassen. Also auch da leistet unsere Handarbeit unbewusst große Hilfe manchmal. Als Begleiter, ja. Ich lese oft vor aus Büchern, die Leute gerne gelesen oder gehört haben, ne? Ja. Ja. Ich kann das nur unterstützen, was Veronika gerade ja mit uns geteilt hat. Ich meine, wir sitzen hier alle aus irgendeinem Grund, ne? Sei es Freude, Spaß. Und Lena hat ja auch sehr ergreifend skizziert, was ein möglicher Grund sein kann. Und ich selbst bin zur Handarbeit in Corona-Zeiten gekommen, also zu einer Zeit, wo wir alle ja mit der Zeit wieder neu umgehen lernen musste. Und ja, so hat ja jeder seine eigene Story hinter der Handarbeit. Und ja, ich wollte mich nicht damals in diesen Sog begeben, wo alles nur schlecht war und impfen oder nicht impfen. Und habe dann versucht, durch die Handarbeit, die ich dann ja eigentlich wieder neu gelernt habe, zu Schulzeiten die erste Berührung gehabt. Und dann zu Corona-Zeiten out of the blue. Also ich weiß bis heute nicht, wie ich zur ersten Häkelnadel kam. Und ja, dann somit hat diese Handarbeit dann doch wieder ja ein Stück weit Sinn gemacht in meinem Leben. Also ja, insofern kann ich das nur unterstützen, was hier gerade ja gesagt wurde. Ja, ich denke, da hat jeder so seine Geschichte dazu. In unserem Alter oder mit fortschreitendem Alter hat man eben auch schon viel erlebt. Und ich sage immer, wenn man, sobald man wieder zum Strickzeug greift, ist schon ein bisschen was geschafft, ne? Dass man wieder für irgendwas Interesse hat, dann ist man immer so ganz tief unten. Und das ist dann schon mal ganz viel wert, ja. Also ich zeige es meinem Mann immer, ne? Gestern ist fertig geworden. So, also ich so, Schatz. Mein Mann. Oh, nee. Das kenne ich irgendwo, ja. Aber zieht dich das nicht drunter? Hast du dann Nö. überhaupt Lust zu zeigen? Nö, weil je mehr ich mache, umso mehr ärgert er sich. Also was heißt ärgert? Ich weiß ja, dass es nicht so, das ist so mehr wie, oh mein Gott, noch Jetzt wird sie eins. kindisch, ja. Ja, so in dem Dreh, ne? Mein Gott, jetzt fängt sie, so, ne? Aber insgeheim denken sie dann, boah, sowas kann man machen,
dann sind sie Nein, ich trotzdem glaube gar nicht. nicht, dass sie das denken. Das ist Konklusion. Nee, ich glaube, er denkt, denn er, wenn er von der Arbeit kommt und ich ihm sowas zeige und er so die Augen rufen, na hoffentlich steht da was auf dem Küchentisch. Aber ich Also, vernachlässige ihn ja nicht. das ist die da, wo ich Hauptsache. Hasen gemacht habe, den habe ich ins Wohnzimmer aufs Sofa gesetzt. Und dann also der Harald, das ist mein Mann, der sagt, der guckt mich immer so an. Der guckt mich so immer an. Ich kann nicht mal schlafen, der guckt mich an, drehen mal um und so. Also ich finde jetzt, Dann also, ja. hast du das Gesicht aber gut hingekriegt, Dominik. Wenn er das Ja, nicht der tut. guckt aber auch wirklich richtig. Also Ja, ist doch man super. fühlt sich beobachtet. Ja, genau Ja. richtig. Wenn man sich nicht mal schlafe traut, dann hat der schon einen Ja. ordentlichen Blick drauf. Chucky, Chucky. Nee, und es ist ja, wie sagt man, eine Befürwortung oder wie auch immer, wenn denn auch Bestellungen kommen, ne? Also wenn ich habe den Helmut gezeigt, ja, bei Facebook und Insta, und dann hat eine Freundin gleich geschrieben, oh, ich will eine bestellen für meinen Matzi, einen Hasen will ich haben, Mädchen, ein Mädchen. Boah, sag ich, ja, aber jetzt doch noch nicht, das ist doch, sag ich, das, nein, die sehen perfekt, der sieht perfekt aus, den, ich schau Ja. mal, sag ich. Ich denke, dass auch deshalb diese Handarbeitsgruppen, ich meine, wir sind ja jetzt bei Wuli Hacks 50.000, ne? Das ist ja irgendwo unglaublich. Und unser Zoom-Meeting hier auch. Hier gibt es einfach eine Möglichkeit des Austausches. Und jeder, der so eine Puppe sieht von uns, weiß, welche Arbeit da drin steckt, ne? Das ist einfach was Schönes, wenn man sich da austauschen kann auf einer Ebene, wo jeder weiß, von was der andere spricht. Das kann man ja von jemand, der nicht handarbeitet, gar nicht so verlangen, weil das einfach, wenn da die Verbindung dazu fehlt, ne? Und das haben wir dann eben, wie schön, dass wir uns das in so einem Meeting herholen können, um das gemeinsam zu erleben und uns auch gemeinsam darüber zu freuen, was wir wieder geschafft haben. Und uns natürlich auch manchmal anzuspornen, ne? Ja, dass das ein oder andere Teil doch fertig gemacht wird. Ach, apropos, das ein oder andere Teil fertig machen wegen den UFOs. Ich habe den Tag eine E-Mail gekriegt von einer bekannten Wollfirma, Verkaufsstore. Und die haben angeboten, dass man sich einen Personal Stricktrainer bestellen kann. Auf Wunsch wöchentlich kommt oder auch nur einmal im Monat, UFOs fertig strickt, also UFOs hieße da nicht, und auch Strickpläne erstellt für 74 Euro im Monat. Bisschen arg, oder? Ach Mensch, ja, danke, Marianne. Ja, genau, am 1. April, ja. Auf die Idee bin ich überhaupt nicht Ja. gekommen. Ich habe nur gedacht, sind die denn bekloppt? Also für 74 Euro im Monat, was ich da an Wolle kaufen kann. Da scheißt du auf die UFOs. Ah, April, April. Ach, alter Hast du schon Vater. bestellt? Hast du schon geordert? Nein, ich habe schon überlegt, dann wollte ich hinschreiben, na, wie groß der Bizeps und Trizeps und so ist, ne? Und Und so, man beachte uns so. naja, ob er Ausdauer hat im Stricken, männlich, Was weiblich, also ich arbeitest hätte gerne einen männlichen Personal, ne? Ich glaube, ich Marianne arbeite. April. Schieb! Oh, da bin ich Was gar würde nicht ich drauf dem gekommen. René zutrauen? Was denn genau? Die Mail, nur die Mail, nur die Jetzt Mail. sowas anzubieten. Nein. Nein. Darf ich sagen, von wo es kam? Ja, Von darfst du sagen. Fischerwolle. Von was? Wie witzig. Von Fischerwolle.
Nein. Ich habe gedacht, von Hobby. Nein, Hobby, 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 von Hobby. Hobby, ja genau, von Hobby. Von Hobby, von Hobby, genau. Hobby. Habe ich auch erhalten. Ja, ja, okay. Na, dann, ja. Mich amüsiert. Jetzt, du hast natürlich sofort gewusst, dass... Jetzt kommt hier alles auf den Tisch, wer hier den Newsletter von Hobby abonniert hat. So geht's ja gar nicht, Leute. Ich rede mir hier jeden Dienstag in Wolf und ihr bestellt bei Hobby. Nein. Nein. Breit aufgestellt. Ich bestelle überall. Überall, Hauptsache man kann bestellen. Ne? Also ich bestelle ganz viel, ganz, ganz, also bei ganz vielen anderen auch. Also, das war doch jetzt in einer Facebook-Gruppe, haben sie doch geschrieben am 1. April, sie würden die Post nur noch veröffentlichen, wenn man die Anzahl der Maschen, die man gestrickt und gehäkelt hat, mit dabei nimmt. Sie sitzen gerade an einem Programm, das zu errechnen. So, und bevor ich das Wort abgebe, ich möchte noch eins fragen. Marianne, hast du noch schon Infos für mich? Ja, am 13. Warum weiß ich denn das noch nicht? Ach, das Stricktreffen. Das so, geht jetzt doch so nicht. Am 13., das ist ein Samstag. 13 Uhr, ab 13 Uhr geht's los. Sehr schön, samstags habe ich frei. Sehr schön. Sehr schön. Dann sehen wir uns dann. Ja, entspannt auch. Ich freue mich schon mal. Wollen wir auch berichten. Kriege mal ein Foto. Aus ja, der und berichten. Wenn ich es finde, ja. Wie viele Maschen und Reihen ihr während des Stricktreffs gestrickt habt. Wie viel zurückgestrickt. Das kann so einiges zusammenkommen. Also ich habe da schon mehr als eine halbe Socke geschafft. Okay. Und wo ist das? Berlin-Spandau. Okay. Restaurant. Wir haben also alle 4 Wochen einen Tisch für uns reserviert. Und wir fangen um 13 Uhr an und so zwischen so ab 18 Uhr verkrümeln sich dann fast alle. Wie viele Leute sind denn da? Letztens waren wir 9. Okay. Aber das sind nicht alle, also in der Gruppe sind mehr. Oh Gott. Und ich darf auch kommen, ja? Du darfst auch kommen. Gut. Ist ja angekündigt. Die Frau, die vom Wollhimmel gefallen ist. Ach, hört doch auf. Genau. Es hört sich nach einem Buchtitel an. Ja. Dann darüber dann Geschichten ums Stricken und Häkeln. Genau, genau. So, dass der Wollhimmel gefallen ist und auf der Suche ist so nach einem Personal Trainer. Personal Strickkissen schenken. So Personal Strickkissen. Stricktrainer. Oh. Jetzt haben wir die ganze Illusion am 2. April zerstört. Ja. Vor allen Dingen, das stand ja auch dabei, dass er als Hauptaufgabe, dieser Personal Trainer als Hauptaufgabe sieht, einen dann zu umarmen. Und da wurde ich stutzig. Ich habe gar nicht bis zu Ende gelesen. Ich habe dann den Preis gelesen und habe gedacht, okay, löschen, klick. Aber ich habe noch einen Tipp für euch. Und zwar habe ich die Woche eine Reportage gesehen, eine Geo-Reportage, die da heißt Island strickt, wenn ihr die vielleicht kennt, sie schon der ein oder andere. Ja, das stimmt. Marianne kennt es, ja, okay. Ja. Ja, es ist wirklich sehenswert. Also eine gute Tasse Tee und eine Stunde, glaube ich, geht die. Und sollte man sich mal anschauen. Lohnt sich. Island strickt, ja. Island strickt kannst du auf Arte oder auf YouTube streamen. Genau. Das ist auch sehr schön, habe ich mir auch schon angeguckt. Ja, ist wirklich toll. Ist ganz Tolles, ja. Weil ich bin ja auch noch nebenbei. Bitte? Und ich bin ja auch noch nebenbei. Also mit dem Spinnrad, ne? Ach so. Und da habe ich mich dann auch mal so ein bisschen durchgewühlt in YouTube und habe das gesehen gehabt. Da gibt es, glaube ich, 3 Videos von.
Also ist sehr interessant. Ja, wirklich. Ja. Ist es da, wo auch sehr viele Männer gezeigt werden, die stricken und diese Norweger-Pullis? Also es sollte keine Anspielung auf diese Trainer-Geschichte sein. Ich sag nichts mehr hier. Nein, ja. Ich habe die auch gesehen, ja. Ja. Wirklich sehenswert. Ja, da tut sich ganz viel, ne, im nordischen Bereich noch mit Stricken. Jetzt noch mal eine ganz andere Bedeutung. Akzeptanz auch, ne? Das wird da nicht so belächelt. Aber wir sind ja auf einem guten Weg, ne? Dass wir das, wir haben zwar Spaß beim Stricken, aber wir lachen nicht übers Stricken. Genau. Ja. So, ihr Lieben, hat noch jemand eine Frage bis zum nächsten Mal? Ich wollte noch mal eben die Marion fragen. Bist du auch auf diesem Strickschiff jetzt im Oktober dabei? Nein. Okay. Das kann ich nicht machen, weil ich ja neben meinem Hund auch noch die Hunde meiner Töchter hüte, und das kriege ich nicht auf die Reihe, hier 4 Tage wegzubleiben. Ach so, okay. Ich hätte sonst gedacht, naja, falls ich es mir dann doch mal überlege, hätte man schön zusammenfahren können. Nee. Also mir persönlich wäre auch eine Reise von Frankfurt nach Basel und wieder zurück nach Frankfurt eigentlich wesentlich lieber. Weil nach Frankfurt, naja, da fährt man halt mal mit dem Zug eben 2 Stunden hin, ne? Aber nach Basel, das ist schon eine Weltreise, ne? Ja, ja. Aber sobald sie ans Übernachten geht, hast du ja das Thema dann, dass die Hunde versorgt werden müssen, sowieso, ne? Ja, da ist dann, richtig. Ist dann die der Abfahrtsort egal, wenn dann, da ist eher dann die Dauer der Reise Thema, ne? Ja, ja. Da müssen wir mal was anderes machen. Im Sommer habe ich mir überlegt, dann lade ich mal in den Garten ein zum Stricken. Gute Idee. Du, das hatte ich auch schon, das habe ich auch schon überlegt. Weil also bei uns im Ort gibt es eine Pension. Ich weiß jetzt noch nicht, wie viele Zimmer die haben. Wir selber haben ein Doppelhaus, zweistöckig, nicht nebeneinander, zweistöckig mit einer komplett leerstehenden, möblierten Wohnung. Also könnten dann auch Wohnzimmer, Schlafzimmer, Kinderzimmer, in der Küche könnte man auch noch ein Bett stellen. Den Personal Trainer in die Küche. Ja, habe ich auch schon drüber nachgedacht. Meine, wir sind nur alle nicht mehr die Jüngsten, sonst hätte ich gesagt, bauen wir ein Zelt im Garten auf. Aber ich möchte nicht auf Luftmatratze liegen. Aber hört sich doch gut an. Das, wir finden da schon noch irgendwas, das bin ich mir sicher. Bei uns in Belgien, da hat man so eine Ferienwohnung. Also so 15, 16 Mann kann man schon schöne Ferienwohnungen mieten. Ja, sowas gibt es bei uns auch in Bazzaro. Ja, das wäre doch auch nett. Auch eine Option. Ja. Also du siehst, Veronika, das Uli-Hax-Treffen rückt immer näher. Die Luft immer dünner für dich. Und da war wieder dieser Druck. Nee, die wird ja dadurch nicht dünner. Ich mache das ja gern, ne? Das ist ja eher die Geschichte der Zeitfrage immer. Aber wenn ich im Vorfeld nicht so viel, also wenn das quasi nicht von mir organisiert werden muss, ist das ja auch was anderes, wie wenn man dann auch noch zu allem der Organisator ist, ne? Bei der Schiffsreise bin ich ja nicht der Organisator. Ich bin die 4 Tage dann aber so ein bisschen ich sage jetzt mal so übertrieben, der Moderator oder so, ein bisschen, der die Fäden zieht. Aber bei einem Treffen in irgendwo in Deutschland, da wäre ich einfach nur auch ein Teilnehmer. Ne? Das ist ja noch entspannter vom Ganzen. Naja, ja. Also, es ging ja nicht um Halligalli und hier, sondern es ging ja nicht um... Nee, aber...
Aspekt liegt ja auf der Hand, ne? Ich meine, für den unwahrscheinlichen Fall, dass noch niemand mit deiner Wolle in Berührung gekommen ist, ne? Ja. Zum Beispiel. Ja, aber ihr seht ja, wie ich auch meine Treffen hier halte, oder hier beim Zoom-Meeting. Das ist ja nicht nur quasi nur eine Markengeschichte und links und rechts darf keiner was zeigen oder was erwähnen. Und so sehe ich dann so ein Treffen, das jemand anders organisiert und ich mit dabei komme. Da wird es dann einfach ja, neutral gehalten, sage ich jetzt mal so, ja. Ja. Also ansonsten wäre ja, wenn ich jetzt wieder organisieren würde und ich da einen Workshop geben würde und dann wieder nur meine Wolle gezeigt wird, das ist ja auch schön, aber es steckt viel Arbeit dahinter, ne? Ja. Alles kann, nichts muss. Wir haben noch einiges vor. Genau, also bei der Andrea in der Küche schlafen. Genau, Cocktails Aber wie mit. war das, was musste man mitbringen? Bizeps und Ausdauer, ne? Veronika, können wir es erst, es ist immer das erste Mal, können wir dieses Video mal schneiden? Ich kann die Mario nur kicken und das habe ich heute schon bei der Dominik gemacht. Ja. Wenn 1. April gewesen wäre, hätte ich es auch noch geglaubt, Dominik. Ich Wenn wir schon glaube es dabei immer noch. sind, wenn wir Ich schon glaube es dabei immer sind, noch. paar Tattoos wären auch schön. Gut, also sind wir durch mit den wichtigen Fragen, was das Handarbeiten betrifft? Ich hätte noch mal eine Frage. Ja. Und zwar die Irrsocks. Ich hatte die jetzt zum ersten Mal verstrickt. Ich habe Ja. jetzt die Frage, gibt es noch eine Wolljacke von mit einfarbigen Garn, also ohne hell und dunkel? Ja, es gibt die Merino Silk Socks. Das ist eine einfarbige. Das ist aber das gedrehte Garn, was ich vorhin erwähnt habe, mit dem Seidenanteil und dem Elastan. Und Hier das ist zum geht es Beispiel hauptsächlich das. auch um die Weichheit, weil Ja. für die sowas so weich ist, unglaublich. Ja, die Merino Silk Socks ist das Tuch, was ich die ganze Zeit hier um den Hals habe. Und die hat den Vorteil, die kannst du so ziehen und die geht dann immer wieder zurück. Das Also ist wir hatten richtig. hier auf der Messe 3 Tage auch wieder Modelle, die haben wir in alle Richtungen gezogen und die gehen dann wieder zurück. Und das ist einfach der zusätzlicher Effekt zum Seidenanteil ist natürlich mega weich. Die Yersox ist ein Dochtgarn und die Silksox ist eine gedrehte Wolle, ne? Muss ich Ja. auch mal ausprobieren, weil ich möchte es hauptsächlich für Tücher. Ja. Und da Eignet ich sich. leider nicht gerade die Schmalste bin, ist so hell dunkel gestreift, sieht immer Ja. aus bei mir. Ja. Ich meine, mit dem unifarbenen Tuch ist man natürlich auch unabhängig. Ne? Trägt man was Gemustertes, kann man einfach ein unifarbenes Tuch Genau. tragen. Ja. Ja. Also, wenn du das ja mal, würde ich dir empfehlen, probier es mit einem Knäuel aus. Also da hast du jetzt nicht mehr wie ein Knäuel. Und dann kannst du schon mal die Trageeigenschaft, ob das einfach zu dir passt. Es ist immer sehr schwierig zu sagen, nee, die kratzt nicht. Ich bin überzeugt von, dass sie nicht kratzt und ich bin sehr Ja, empfindlich. muss ich testen, das ist bei mir unterschiedlich. Mal Genau, funktioniert genau. es, mal funktioniert es nicht. Die Yersox kratzt nicht bei dir. Nee, gar nicht. Dann denke ich mal, dass die Silksocks würde ich eher noch als eine Spur noch weicher beschreiben. Silvia, du kennst auch beide oder Mario, würdet ihr das auch so sagen? Ja. Also trotzdem, du musst es für dich feststellen, ob das deine Wolle ist, die du quasi am Hals haben.
Hängen haben. Ist es dickeres Garn oder ist es genauso dünn wie die hier so? Es ist auch eine Sockenwolle. Die läuft auch 420 Meter. Die Tücher bleiben auch leicht, ja, leicht und bequem zum Tragen, ne? Für mich Also ich ist würde sagen, wichtig, die dass das dünnes Garn ist, Silkswams weil ich mag ist eine der angenehmsten Wollen zu tragen, die ich kenne. Also die ist wirklich total weich, aber man kann sie nicht mit der Earsocks vergleichen, weil die Earsocks hat eher so dieses dünne, leichte, während also würde ich jetzt sagen, oder Ja, wäre so. ich weiß, was du meinst. Wenn man jetzt zum Beispiel die Double-Face-Modelle mit der Earsocks stricken, haben die noch mal was Fluffigeres Richtig, genau. wie mit der Merino Silk Socks. Als Einzelmodell aber verhäkelt ist die Silk Socks von meiner Seite aus noch eine Spur edler wie die Earsocks. Aber ist ja auch klar, ist ja auch der Seitenanteil und ist auch ein anderer Preis, ne? Also deshalb probier es mit einem Knäuel aus, dann kann da nicht viel passieren und dann kannst du es für dich entscheiden. Also Okay. ich kann blau in der mit den Silksocks. dir sagen, ich habe Socken in der mit der Wolle gestrickt und die sind, also die will ich am besten gar nicht mehr ausziehen, wenn ich die anhabe. Ja, ist Weil das ist echt weich. ein tolles Garn. Ich kann natürlich aber auch gar nichts anderes sagen, weil ich habe ja vorhin erzählt, ich habe mir das quasi entwickeln lassen. Und dann sage ich ja auch erst okay, wenn ich komplett damit zufrieden bin, ne? Deshalb bin ich natürlich begeistert von, aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ja, Die ist aber schön. für einen Hals. Wenn du was Einfarbiges willst, Ja. kann ich es empfehlen, dass du es ausprobierst. Werde ich auf alle Fälle machen. Ja. Und dann bin ich auch gespannt auf deine ehrliche Rückmeldung, ne? Das ist ja auch immer interessant. Ja. Gut. So, jetzt hast du Okay. Druck, dass du ein Knäuel Wollmusch kaufst. Der Ja. Abend hat sich doch gelohnt. So, meine Lieben, dann entlasse ich euch wieder mit dem Üblichen. Trefft die richtigen Entscheidungen im Lauf der nächsten Woche und macht, was euch das Leben machen lässt. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Danke, Tschüss. danke, Danke. tschüss. 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 Bye bye.